attractive reactions, adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits, I don't fucking ask, bitch. I just fucking grab it, I am never static. Massively active, expanding, fastlit, planning to have it. So I will go capture it, and I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it, put them on blast it. They will never last it. Don't be so dramatic, not my demographic. This shit is democratic, they won't affect, yeah, bitch. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. And I'm the one to get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Fitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest, knock, knock, bitch. Watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, spitting hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm about to fucking lost it. Making back, better facts. Making racks where it's at. Have my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a back. Don't react, don't react. Think I'm black, off the jack. All I'm left, that's a step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the best. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Get to die. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, well, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it. Take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depths when it happens. Factions take actions. Drafting their captains. It's happening. I'm raising my status. Facing the madness. I'm out gaining traction. Avoid the distractions. I'm snapping, no captions. Attracting reactions. Adapting, attacking, commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask, bitch. I just fucking grab it. I am never static. Massively active. Expanding, fastlit, planning to have it. So I will go capture it. And I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it. Put them on blast it. They will never last it. Don't be so dramatic. Not my demographic. This shit is democratic. They won't affect, yeah, bitch. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm
still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Fitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest, knock, knock, bitch. Watch it, I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, fitting hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm about to fucking lost it. Making back, better facts. Making racks where it's at. Have my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a pack. No react, no react. Think I'm black, off the chest. All I rap, not the step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the best. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes, and I'm at a right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Front row, here I go, all these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly, everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depth when it happens. Factions take actions. Drafting their captains, it's happening. I'm raising my status. Facing the madness. I'm out gaining traction. Avoid the distractions. I'm snapping, no captions. Attracting reactions. Adapting, attacking, commanding. I'm practicing habits. I don't fucking ask it. I just fucking grab it. I am never static. Massively active, expanding, bachelor, planning to have it. So I will be. Und damit ein herzliches Hallo an alle meine Zuschauer. Ich bin Fauna und ich begrüße euch recht herzlich zum Endspiel dieser Season. Beziehungsweise Endspiel ist nicht ganz, aber es ist das wichtigste Spiel. Es geht um den ersten Platz der deutschen E-Sports-Bundesliga in der Season 15. Und dafür habe ich beschlossen, dass ich das Ganze alleine caste, wie ich ja sonst meist caste. Und dazu haben wir einen sehr, sehr kompetenten Kollegen dabei, nämlich Koro Sensei. Hi! Guten Abend! Ich begrüße auch alle ganz herzlich und freue mich natürlich auf das, ja, wichtigste Spiel der Season, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also für die Leute, die nicht im Bilde sind. Wir verfolgen ja jetzt eigentlich schon seit nunmehr 9 Wochen diese Liga. Wir sehen, haben Teams aufsteigen und fallen gesehen. Und es kommt dazu, dass wir eben inzwischen den folgenden Zwischenstand haben. Auf den ersten Plätzen. Tatsächlich, es ist der erste gegen den ersten. Wolves eSport und Toxic Monkeys. Beide 6 Siege und nur 2 Unentschieden. Und keine einzige Niederlage, das macht diese Teams so besonders. Auf dem aktuell noch 3. Platz, da muss man tatsächlich sagen, das entscheidet sich so am Donnerstag noch ganz genau, wie das Ganze um Platz 3 aussieht, steht
in Anführungszeichen noch Sologenic Main. Das Match hatten wir gestern zwischen Sologenic Main und Team Frex. Das konnte Team Frex übrigens für sich entscheiden, die momentan auf dem 4. Platz sind. Und die haben noch ein Spiel vor sich, nämlich gegen Yako Gaming. Es sieht ganz gut für sie aus, dass Team Frex es sogar aufs Treppchen schaffen könnte und damit Sologenic Main nach 3 Seasons das erste Mal vom Treppchen verdrängen könnte. Dahinter folgen Boss, Vistivina und Hyenas Unity. Auf den Wackelplätzen bzw. zwischen Hyenas und Vistivina wird sich noch entscheiden, wer tatsächlich in der Liga bleibt, weil sie sind exakt punktgleich und haben gegeneinander in Unentschieden gespielt innerhalb der Liga. Und auf den sicheren Abstiegsplätzen wissen wir bereits Wii Sports, Yaku Gaming und Hardware Nosh. Das ist sozusagen der aktuelle Zwischenstand und man sieht, das Spiel heute ist spannend. Es ist der 9. Spieltag, es ist nicht nur der Abschluss der Season, sondern es spielt auch der Erste gegen den Ersten und nur mit diesem Spiel entscheidet sich, wer die Ultimate League nach Hause fahren darf. Beziehungsweise muss man an dieser Stelle auch sagen, das wird Koro, glaube ich, auch sehr, sehr gerne bestätigen, es ist so ein halbes Abschlussspiel, muss man sagen. Denn wenn die Jungs von Wolves eSport und Toxic Monkeys ein Unentschiedener spielen, passiert genau was? Dann werden wir eine Entscheidungsmap sehen müssen, dann wahrscheinlich aber vorausgesetzt an einem anderen Spieltag, das haben die Teams schon so entschieden. Und dementsprechend, ja, ist das noch nichts Halbes, noch nichts Ganzes. Also wir können jetzt noch nicht sagen, dass es heute definitiv einen Sieger der Season geben wird. Wenn die Teams unentschieden spielen, dann wird das leider noch ein bisschen verschoben, die Entscheidung. Aber natürlich an sich, sollte ein Team das heute für sich entscheiden, sind sie halt deutscher Meister insofern. Ja. Also es ist eine spannende Sache, es ist eine spannende Sache. Das auf jeden Fall. Und ich würde tatsächlich gerne so ein bisschen auf diese Teams eingehen, denn wir sehen hier zwei eigentlich ähnliche, aber doch unfassbar unterschiedliche in Toxic Monkeys und Wolves eSport. Diese beiden Teams haben ja bereits, so einige Widerstände bezwungen, um hier aufzukreuzen. Für Toxic Monkeys ist es die erste Season in der Ultimate League. Vorher sind sie tatsächlich relativ gut durchmarschiert. Einmal in der Advanced League gab es eine Stagnation ihres durchgängigen Aufstiegs. Und jetzt haben sie es in die Ultimate League geschafft. Und direkt in der ersten Season dominieren sie das gesamte Teilnehmerfeld, schlagen hoch angesehene Teams, wie beispielsweise Boss Gaming oder Sologenic Main, und haben hier eine Reise hingelegt, auch vor den Augen unserer Caster, die ihresgleichen sucht. Nur man sagen muss, die sind bis zum letzten Spieltag auf dem ersten Platz geblieben und haben nur gegen Vistivina Main relativ überraschend und gegen Team Frex jeweils überhaupt einen Punkt abgegeben. Das waren nämlich die zwei Spiele, die unentschieden gelaufen sind. Auf der anderen Seite haben wir eben Wolves eSport. Und Wolves eSport hatte einen ähnlich raketenhaften Aufstieg damals zu Season 14 hin. Dort sind sie nämlich noch über den DSBL-Pokal aufgestiegen. Und innerhalb der Season 14 haben sie sich auch sehr, sehr stark hochgearbeitet und haben damals den ersten Platz um genau einen einzigen Punkt gegen Sologenic Main verloren. Was auch das Krasse ist, dass Wolves eSport zu diesem Zeitpunkt Sologenic Main im direkten Duell geschlagen hatte, ihnen aber der eine Punkt gefehlt hat, um die Ultimate League 14 zu gewinnen. Das heißt, sie spielen schon lange oben mit dabei, seit letzter Season, um genau zu sein. Und jetzt stehen sie wieder so kurz vor diesem großen Ziel, die Ultimate League zu gewinnen. Und deswegen zwei Teams, die ihresgleichen suchen und uns hoffentlich heute ein Fest liefern. Und ich hoffe, zweimal ein 8-7 zu sehen. Für wen ist das mir egal. Das wäre actually schön. Ich muss nur mal ganz kurz reingrätschen, bevor du jetzt weitermachst. Einerseits die Rückmeldung, dass du dich bitte ein bisschen lauter im Verhältnis zu mir machst. Kam aus dem Chat. Yes. Und ich bräuchte noch einen Stream von dir, weil ansonsten wird das ein bisschen schwierig mit dem Reagieren. Stream ich dir nicht? Ja, ich habe gerade Regenbogen gar nicht offen, weil ich die Map-Bam abgewartet habe. Ach so, machst du dann. Okay, dann war das mein Fehler. Okay. Ja, Map. Ja, wie bitte? Siehst du? Du tun sehen? Ich tun sehen nix. Du siehst nichts. Das ist grundsätzlich die Technik. Wir werden heute tatsächlich zwei Maps sehen. Das werden Café Dostoyevsky und Oregon sein. Also ich sag mal so zwei Maps, die wir auch schon häufig gesehen haben in der DSPL. Und ja, echt oft. Ah, jetzt sieht's gut aus. Jetzt ist das Spiel da. Jetzt bin ich auch back to basic. Super. Also Café Dostoyevsky, gerade zum Anfang, war es, glaube ich, die am zweitmeisten gespielte Map neben Chalet. Und zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich da auch einfach sagen, eine Map, die wir häufig gesehen haben mit verschiedensten Ansätzen, sowohl von Toxic Monkeys ausgespielt, als auch von Wolves eSport ausgespielt. Und man muss sogar sagen,
Toxic Monkeys hat auf dieser Map gegen T-Rex einmal. Das hat man gerade im Stream mitbekommen. Das hat man so im Stream. Die Teams. Oh, das ist doch eine schöne Stimmung. Das ist eine schöne Stimmung. Ja, Café habe ich aber das Gefühl, dass man ein bisschen davon abgegangen ist. Also wir haben gerade in letzter Zeit ein bisschen mehr Map-Variabilität gesehen. Jetzt habe ich es. Ja, wunderbar. Auch gerade gestern mit Bank. Das hat mich auch sehr überrascht. Ja, genau. Zwischen SG und Team Frax. War eine große Überraschung. Also es hat mich auch sehr gefreut, dass wir dann, sag ich mal, Off-Meter-Picks gehabt haben. Ja, definitiv. Ist ja auch immer spannend zu sehen. Gut, aber ich meine, wenn wir jetzt heute ein bisschen Default-Stuff sehen, in Anführungsstrichen, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir haben ja da zwei Teams, die auf jeden Fall wissen, was sie tun. Und ich glaube, dass das heute auch, also hoffentlich, aber ich gehe davon aus, dass das heute niveautechnisch natürlich das auch absolut interessanteste Spiel dieser Liga sein wird. Ja, definitiv. Es sind die zwei Teams. Gut, Wolves eSport muss man auf der einen Seite sagen, die haben eben gegen SG einmal ein Unentschieden gespielt, einmal auch gegen Team Frax. Team Frax hat alle Unentschieden gegen die ersten rausgeholt, sozusagen, die gingen. Und man muss an dieser Stelle einfach sagen, Toxic Monkeys hatte man von Anfang an auf dem Schirm, nach spätestens dem dritten Spieltag, dass die hier absolut durchrasieren, und Wolves ist dann noch ein bisschen unterm Radar geflogen. Aber auch die zeigen uns mit jedem einzelnen Spiel, was sie alles hinter der Linse haben. Also unfassbar. Ja. Und dabei auch so konstant. Leider werden wir eben das Line-Up um Wolves eSport in der nächsten Season etwas verändert sehen, weil auf jeden Fall Slash und ich glaube Scars waren das, die in der kommenden Season nicht dabei sein können, und beim Rest weiß man es nicht. Das wäre halt auch schade zu sehen, dass so ein großartiges Line-Up wie Wolves eSport, was uns jetzt schon seit nunmehr zwei Seasons in der Ultimate League wirklich begeistert, dann so ein bisschen von uns gehen wird. Dafür gibt es halt auch vielleicht wieder neue Teams, die uns begeistern, wie diese Season beispielsweise Toxic Monkey. Ja, es ist einfach, es ist viel passiert. Ja, und außerdem, man muss ja auch sagen, das heißt ja nicht, dass sich das Team jetzt unbedingt auflösen muss, ne? Also da können ja auch neue Leute kommen. Und dementsprechend heißt das ja gar nicht, dass uns Wolves an sich nicht erhalten bleiben kann. Also ja, ein Teil der Spieler wird uns sicher erhalten bleiben. Also genau, das denke ich auch. Das wird schon. Ja, so langsam kommen auch die einzelnen Spieler rein. Fehlt, glaube ich, jetzt nur noch der gute Topfragger. Gar keiner fehlt mehr. Ja, ja. Jetzt sind sie alle da. Er ist da. Und dann frage ich einfach mal nett in die Runde, ob sie denn ready sind. Sind wir überhaupt schon ready, dieses wunderbare Spiel zu begutachten? Ich bin sowas von ready. Also ich glaube, dem Chat geht es übrigens genauso. Ich kann ja immer mal so ein bisschen einen Advisor geben, da du ja jetzt sozusagen Hauptrolle übernimmst, bin ich ja so ein bisschen unterwegs. Und ich kann dazu auf jeden Fall sagen, die Jungs haben auf jeden Fall richtig Bock. Der Chat ist auch am Start. Und dementsprechend glaube ich, dass wir alle absolut... Wir haben aktuell 36 Zuschauer, also wir bedanken uns jetzt schon mal natürlich für jeden, der hier heute einschaltet, aber ich glaube, es werden sogar noch mehr, und wie gesagt, der Chat ist hyped, ich bin hyped, du bist hyped, wir sind alle hyped, und ich glaube, wir werden einfach ein geiles Spiel sehen. Ich hoffe es. Du erinnerst mich tatsächlich momentan sehr, sehr an den Netman von Run, weißt du so? Da habe ich gerade auch actually dran gedacht. Icke. Hi, Icke. Genau, Icke. Ja gut, dann bin ich heute Icke, ist doch auch super. Ja, ich hätte dich eher so, keine Ahnung, als mein Björn Werner da neben mir sitzt, der die Insights bringt. Ja, ich mache ja beide Jobs gleichzeitig heute. Ja, ich mache nur den Patrick. Also für alle die jetzt Football nicht verstehen, müsst ihr nicht verstehen. Toxic Monkeys ist soweit ready. Bei Wolves aus. Ja. Oh. Also das wird heute echt... Wolves eSport ist ready, und damit jetzt gehen wir auf Map Nummer 1, Café Dostojewski. Und ich sage mal so, mit jeder einzelnen Runde, die verloren wird, mit jedem einzelnen Gunfight, den man hier verliert, kann die Season in der Sieg der Season in greifbare Nähe rücken. Es ist einfach spannend, und ich weiß gar nicht, wie man sowas aushalten soll. Ja, auch als Spieler. Also ich stelle mir vor, dass die gerade alle natürlich unter einem echt immensen Druck stehen, ne? Muss man einfach sagen. Natürlich. Ich meine, es steht die ganze Season auf den Schultern. Für Wolves eSport ist es jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie wirklich kurz vor Ende der Season
am Ende den Scheiß noch verpassen, sozusagen, um einen Punkt. Ich glaube, für die wäre es auf jeden Fall bitter, wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen würden, weil es dann die zweite Season wäre, wo sie Zweiter waren und die zweite Season sehr, sehr knapp vorbei am Ziel geschossen wäre. Ich glaube, das würde wehtun. Ja gut, vielleicht belohnen sie sich auch dieses Mal. Wäre ja schön. Genau, ich wollte auch mal auf die Bands übergehen. Also Flores ist natürlich ein absolut Must-Have mittlerweile, habe ich das Gefühl. Also zumindest, wenn ich auch unterwegs bin in der Com-Szene und der Rest ist eigentlich relativ Default. Gerade Mira hatten wir ja schon mal das Thema. Ich finde, man kann sie wirklich sehr, sehr stark auf sämtlichen Spots hier anspielen. Gerade oben und im Kitchen kann die echt viel Impact haben. Deswegen, ja. Ja, darüber hinaus muss man eben auch sagen, Valkyrie, Mira, das ist sehr, sehr viel, was auf Intel und passiven Area Deny abzielt, während Thatcher und Floris dann eben die klassischen Gadget Denial Operator sind, die hier aus dem Spiel genommen werden. Als ersten Spot sehen wir tatsächlich Bar und Gaming und in der Defense Wolves eSport mit dem Lineup Senpai's Game / Classic Rise and Scars beziehungsweise SPG. Heißt Senpai's Game. Aufgrund der Clan-Tech-Änderung während der Season musste er sich verkürzen. Finde ich auch immer kritisch bei so langen Clan-Techs, dass man dann immer die Namen anpassen muss, wenn man nicht einen kurzen Namen hat. Definitiv, das hat mich auch im Übrigen bei meinem Cast sehr, sehr verwirrt, weil ich die ganze Zeit nicht drauf gekommen bin, wie SPG wirklich heißt und habe ihn dann irgendwann einfach nur SPG genannt, weil mir das dann irgendwie zu doof wurde. Übrigens noch ein Ding, das wollte ich noch nebenbei raushauen, bevor wir jetzt die erste Runde sehen. Die Anmeldungen sind übrigens offen, das heißt, jeder, der jetzt gerade zuschaut, Bock auf DSBR hat, einmal bitte, die wurden auch gerade reingeschickt, einmal bitte in die Chats gucken und anmelden, falls ihr Bock habt. So, auf geht's. Ja, das auf jeden Fall. Was man zur kommenden Season, gerade auch im Bereich der Ultimate League, sagen kann, ist, dass wir in der kommenden Season auch einen Sponsor mit an Bord haben, der einen Preispool von 850 Euro mit einbringt und uns die Möglichkeit gibt, hier tatsächlich das Ganze sogar noch ein bisschen lohnender für die Teams zu gestalten. Aber die erste Offense ist jetzt auf dem Weg. Toxic Monkeys öffnet die Hatches und wir werden gleich wahrscheinlich den ersten Engage sehen. Und auf wen man bei diesen Engages unbedingt achten muss, ist die Pokerlilie. Ich glaube, einer der stärksten Fragger neben Spielern wie Ara oder Yakko oder den anderen Spielern. Nee, ich weiß, hier Team Frax, die hatten auf jeden Fall auch noch einen Spieler, der Topse. Topse, stimmt. Ja, der übel rasiert hat die gesamte Season. Und neben solchen Spielern reiht sich eben auch der gute J-Pirate ein. Und man sieht da den tiefen Engel und Sir Classic nimmt ihn raus mit einem wirklich schönen Peak hier von der Seite. Und damit ist der Opening Frag der ersten Runde gemacht. Und bei 2 Minuten steht eben Wolves momentan noch wie eine 1. Aber so langsam kommt der Druck. Insbesondere hier auf Slash, der lässt sich aber einfach nur ein Stück zurückfallen. Und der Refrag ist da. Yoshi findet Classic. Damit ausgeglichene Situation zwischen Toxic Monkeys und Wolves eSport. Ja, auch spannend zu sehen, wo hier angespielt wird. Ich meine, im Endeffekt auch recht Default, ne? Man versucht einfach Richtung Red das alles aufzumachen. Das ist gefährlich, was Yoshi da macht. Das ist so gefährlich, aber der Prefire kann hier nicht ganz den guten Slash von den beiden holen. Oder war es Slash? Oder war es Gas? Ich hab's auch nicht genau gesehen. Pokerlilie auf jeden Fall auch schon ein bisschen Damage gefressen. Ja, aber es ist natürlich auch ein wirklich wichtiger Opening-Frag, wenn man es gerade schafft, J-Pirate rauszunehmen als Opener. So, ich meine, es ist einer der stärksten Tracker und den direkt zu Beginn zu frustrieren, ist natürlich eine der wichtigsten Aufgaben, die Wolves machen muss, weil wenn J-Pirate erstmal Fahrt aufnimmt, dann gibt es kein Halten mehr. Ja, so sieht's aus. Und deswegen wichtiger Opening-Frag in der ersten Runde und Yoshis Prefire sitzt gegen Reis. Ja, gibt's heute wohl ein bisschen Risotto. Fallen und Pokerlilie nimmt Fallen als Refrag raus. Das war gerade, glaube ich, ein bisschen ins eigene Bein geschossen. Allerdings Wolves eSport auf einmal in einer Unterzahlsituation gefunden. Der erste Planversuch wird durchgeführt. Und es ist der SPG, der Yoshi rausnimmt. Aber der Plant geht durch und man hat den Plant auch durchgezogen. Man kann hier nur noch den Rockzipfel vom guten Gibby sehen. Und es ist jetzt eine Klatschsituation. Und man hat auf dem Schirm, wo es Gas ist und wo er kommt. Pokerlilie ist da ganz auf dem richtigen Trichter. Und jetzt kommt es auf Senpai's Game an. Und der muss hier eigentlich, glaube ich, gegen 2 in 24 Sekunden ankommen, die ein relativ gutes Standing hier aufgebaut haben. Und seine Position ist darüber hinaus auch bekannt. Und er
Hier verpassen gerade beide den Frag. Allerdings muss man hier sagen, keine Chance. Toxic Monkeys holt sich die erste Runde aufs eigene Konto. Und damit gehen wir ins 1:0 für Toxic Monkeys auf Café Dostojewski. Und man hat meines Erachtens auch wieder eine richtig krasse Stärke von Toxic Monkeys gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dem einen oder anderen Zuschauer aufgefallen ist. Wir hatten bis 40 Sekunden praktisch eine ausgeglichene Situation, wo es stand wirklich stabil da. Und das ist das, was Toxic Monkey, finde ich, auch wirklich perfektioniert hat, dieses Überfallkommando. Ich weiß nicht, also Wolfs hat das auch teilweise gemacht. Ja, genau, also die machen wirklich ein Überfallkommando. Das haben wir ja gerade gesehen. Die stehen alle sich gegenüber wie bei einem Stand-Off und rennen dann aber so schnell drauf rein, dass der Defender im Endeffekt gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja, es ist tatsächlich die klassische 20-Second-Meter, die wir hier sehen. Die sieht man auch auf höheren Ebenen. Aber das ist wirklich eine Stärke von Toxic Monkey und von Wolves, die wir häufig ausgespielt gesehen haben. Darüber hinaus muss man sagen, beide Teams haben eben auch enorme Comeback-Qualitäten. Da ist es dann vielleicht auch nicht unbedingt wichtig, dass ein Toxic Monkeys zwischenzeitlich 3:5 steht. Die raffen sich einfach dann zusammen und holen das Ding trotzdem noch. Weil sie gut zusammen funktionieren. Und deswegen ist es gerade insbesondere spannend zu sehen, in welche Richtung sich das hier weiterentwickelt. Weil jetzt kommt es natürlich auch darauf an, jeder einzelne Klatsch, den man macht, jede einzelne Runde, die man überraschend holt, kann tatsächlich am Ende über ersten oder zweiten Platz entscheiden. Ja, so sieht's aus. Vor allem, was ich auch wieder, was halt stark, man muss ja auch sagen, man hat auch eine sehr ausgeglichene Runde gesehen. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Insofern, als dass die Frags auf jeden Fall auf beiden Seiten sitzen, auch wirklich starke Frags. Und das war genau das, was ich erwartet habe, was da gerade passiert ist. Und wenn das so weitergeht, dann wird's aber wirklich der spannend. Opening Frag Classic ist einfach schon wieder unterwegs und sucht aggressive Gunfights und er findet damit Gibby. Mit der Twitch natürlich auch ein Operator, den man gut gebrauchen kann, der dadurch wegfällt. 3 Drohnen. Ja, das definitiv. Ja, klar. 3 Drohnen, vor allem auch Utility Deny. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Also eine Twitch-Rolle ist nicht zu verachten. Ja, auf der anderen Seite, natürlich hat man jetzt nicht zu Beginn Jay Pirate rausgenommen, aber das kann man an der Stelle auch einfach nicht erwarten, dass immer Pirate rausgenommen wird am Anfang. Wie gesagt, der wird uns, glaube ich, heute auch noch ordentlich zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und man sieht auch da, Toxic Monkeys fährt einfach mit ihrer Attack unbeirrt fort. Das machen sie gut. Weiterhin wird dann die Pressure Richtung Pixel gebracht. Weiter kommt Slash da ein bisschen in die Bredouille und weiterhin kommt Druck von allen Seiten von Toxic Monkeys, obwohl sie in einer Unterzahlsituation unterwegs sind. Ja, man hat auch da die KI-Claw relativ früh geklärt. Das war gut. Ne? Jetzt kann man auch Richtung Piano ganz gut anspielen. Es ist natürlich die Frage, wie man mit seinem Intel klarkommt. Wolf steht wieder recht stabil, würde ich sagen, von der Aufteilung her. Ja, aber auch da wieder, ne? Wir haben noch richtig viel Zeit auf der Uhr. Ja, vor allem die KI-Claw hat man vor allem auch sehr, sehr schnell gefunden, ohne überhaupt eine IQ an Bord zu haben. Und das ist auch was, da muss man erstmal richtig gut hinkriegen. Ja. Also andere Teams hätten da wahrscheinlich noch ein bisschen länger gebraucht. Gerade interessant finde. Ich glaube, Reis war, dass der da gerade unten so ein bisschen am Rumlaufen ist. Der hat da so ein bisschen Richtung New Hedge rumgeschaut. Und jetzt wird's aggressiv, aber Pokerlidia hat den Rücken von Fallen da zur richtigen Sekunde. Und auch Yoshi nimmt Reis hier raus, allerdings der Refrag ist gemacht worden. Man sieht hier, es ist ein bisschen Mexican Standoff am Start. Es sind noch 40 Sekunden auf der Uhr und Scars Classic und Empire's Game müssen an der Stelle jetzt das Ganze reißen. Ja, 25 Sekunden noch. Es wird wirklich eine spannende Runde wieder mal. Es läuft auf die 20-Second-Meter raus, das kann man hier definitiv sagen. Und da ist halt die Frage, wer hat am Ende die Nase vorn an so einer knappen Runde. Ja, vor allem Smoke. Und jetzt weiß man, wo Scars ist. Und das ist natürlich gefährlich, wenn da Pokali in einem Classic raus. Jay Pirate. Aber man hat den Diffuser down und man muss dagegen pushen. Senpai's Game hat ihn. Und er legt sich hin und er kommt damit durch. Das Teppich-Cosplay nimmt hier Toxic Monkeys Attack aus den Fugen und schafft die erste Runde für Wolves eSport. Aber knappes Fuck. Sehr, sehr knappe Runde. Man muss auch sagen, ein bisschen lucky, dass man den Planter so in Anführungsstrichen da zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, sagen wir es mal so, rausnimmt. Und eigentlich hat er da alles richtig gemacht, was man hätte machen können. Ein bisschen lucky, dass er da nicht gesehen wird. Aber der Frag auf ich glaube, Pirate. Was? Jay Pirate? Jay Pirate, ja. Jay Pirate kommt rum und dass er Ding Gunfight.
dann gewinnt, ist natürlich für ihn insbesondere und fürs gesamte Team wichtig. Es ist die erste Runde für Wolves eSport und ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen ein Appetizer, sagt man, glaube ich, im Englischen, so ein Appetitmacher auf das gesamte Match, denn ich denke, wir werden hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Ende. Zwei Teams, die beide diese Liga gerne gewinnen wollen und dementsprechend sich hier nichts schenken werden bis zum letzten und skilltechnisch auch auf einem ähnlichen Niveau zu betrachten sind. Ja, das definitiv. Die können allesamt spielen und ich glaube, heute ist es echt mehr Willenskraft als alles andere, was da heute gewinnen wird im Endeffekt. Und ja, echt super spannende Runde. Wieder mal 20 Second Meter, wieder ein total knappes Ding. Das macht auf jeden Fall Bock. Also ich freue mich da auf die weiteren Runden. Ja, und die Zeit gewinnt letztendlich das Ganze. Und auch da muss man sagen, ich weiß nicht, ich habe gerade schon wieder so eine Pelle, ne? Also, das ist ein Spiel, es hält zum jetzigen Zeitpunkt, es ist noch zu früh zu sagen, dass es wirklich das hält, was es verspricht, aber zum jetzigen Zeitpunkt... Das darf, Alter, aber auch nicht passieren. Ja, man muss vor allem darüber mal nachdenken, die haben ja letzte Runde, hat glaube ich, Fallen auch schon jemanden rausgenommen oder wurde vom eigenen Team rausgenommen. Also Toxic Monkeys muss da vielleicht ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, wo die eigenen Leute stehen, weil das kann natürlich so nicht weitergehen. Nee, vor allem, also das muss ich sagen, ist natürlich auch ein Ding, das habe ich mir vorher schon gedacht. Es gibt auch ein paar Menschen, die sehr übermotiviert auf so eine Situation reagieren. Ist dann immer so ein bisschen schwierig. Man muss dann wirklich für sich selber auch als Team einen Weg finden, mit so Drucksituationen umzugehen und einfach überall hinschießen, ist ein bisschen schwierig, wenn da keine Absprache herrscht. Das, ja, sollte sich auf jeden Fall, ne? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da keine Absprache herrscht. Ich weiß durchaus, was du meinst. Es ist halt eben schwierig, wenn man Angst hat, dass da wer steht, dann noch immer im Hinterkopf zu haben, pass auf, wo stehen jetzt eigentlich gerade meine Leute, und wenn man sich da mal verkalkuliert, dann kann das Ganze teuer werden. Ja, genau. Ja, gut ausgedrückt. Ja, das war eigentlich das war schon das, was ich meinte. Klar, Absprachen herrschen da, aber dieses einfach irgendwo hin prefiren und dann im Hinterkopf nicht haben, wo der eigene Mann steht und dass er da reinlaufen könnte, das kann, wie du schon sagst, sehr, sehr teuer werden. Und gerade wenn es jemand ist wie ein Heartbreacher, der vielleicht auch wichtig sein kann, gut, in der Runde jetzt vielleicht nicht, aber... Ja, Fallen, wie gesagt, zweimal rausgenommen worden. Ja, genau, das ist halt natürlich dann immer schwierig. Beziehungsweise jetzt nicht rausgenommen worden, aber er hat schon den einen Teamkill kassiert. Ist dann natürlich auch dumm, dass es immer ihn trifft. Und das ist da, und da sieht man den Impact, den diese Hits am Anfang gehabt haben. Da sieht man's, die Smoke Knight finisht ihn. Und dabei, Toxic Monkeys fällt gerade wie die Fliegen gegen ein wirklich sehr, sehr starkes Wolves eSport, die aus den Fehlern ihrer Gegner profitieren und daraus ihr Kapital schlagen. Jetzt haben sie auch die Möglichkeit, da ein bisschen aggressiver mit gegen anzuspielen. Und das auch völlig zu Recht. Ja, jetzt ist natürlich auch der Anspruch, würde ich sagen, die Runde einfach ganz solide runterzuspielen. Genau das meine ich mit solide. Eieiei, das wird jetzt nochmal eine schwierige Situation. Ja, aber wie gesagt, beide Teams haben Comeback-Qualitäten, insbesondere auf Toxic Monkey. Und da muss man sagen, das Ding ist hier noch nicht vorbei. Vor allem, wenn man da nochmal den Bamai rausnimmt und mit Pokerlilie gleich den Diffuser auf den Boden bringt. Diffuser ist durch, Senpai's Game kann Pokerlilie rausnehmen, aber Gibby in der Afterplan-Situation muss jetzt den Diffuser beschützen. Man weiß, wo er sich befindet und geht jetzt Richtung Diffuse und den muss man haben. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Quad-Kill für Gibby! Nimmt hier zwei Leute raus und lässt damit Sir Classic ein bisschen alleine, und wenn man ihn nicht auf dem Schirm hat, er muss ihn jetzt zum richtigen Zeitpunkt schaffen. Und läuft jetzt Richtung Diffuser und er muss jetzt eigentlich anfangen anzufaken. Und mal gucken, was der gute Gibby macht. Der wird wahrscheinlich hier den Peak suchen. Und jetzt weiß er hat das Ganze und holt sich den fucking Ace! Was eine Runde von ihm. Holy shit. Also da, Man of the Round, gibt's glaube ich gar keine Diskussion drüber. Also Hammerding. Da muss man sagen, und da ist, wie du schon sagst, diese Comeback... Qualität von Toxic Monkeys hat sich hier ganz klar gezeigt. Also Hammer, aus einer 2 gegen 4 Situation so eine Runde zu holen. Und dann noch zu acen vor einem Hammer. Ich hätte jetzt fast gesagt Millionenpublikum, ganz so viele sind wir natürlich nicht. Aber vor so einem Publikum sowas abzuziehen in einem so, ich sag mal, wichtigen Match mit so viel Druck, den man eigentlich haben muss, das ist auch eine hohe Kunst.
Das ist eine hohe Kunst. Man muss aber auch sagen, meines Erachtens wurde es ein bisschen zu aggressiv gespielt. Gerade in Bezug auf den Pillar Peak. Ich weiß nicht, ob du den auch so noch auf dem Schirm hattest. Fand ich ein bisschen zu aggressiv. Muss ja nicht sein. Der Plant hätte ja eh nur in Richtung Trench stattfinden können. Also, oder Fireplace in dem Fall. Weiß ich nicht, ob man das hätte machen müssen. Aber ansonsten super stark gespielt von Toxic Monkeys, die sich hier echt rausgeholt haben. Wobei man sagen muss, da haben wir wirklich genau, wie du schon sagst, gesehen, was passiert, wenn ich unnötigen Damage vor der Runde fresse. Und die Hibana ist actually nur deswegen umgefallen. Muss man auch sagen. Ja, das ist ganz klare Sache an der Stelle. Ich muss tatsächlich sogar ein wenig widersprechen, denn ich denke, das hat Wolves eSport nicht aggressiv genug gespielt. Denn sie hatten eine 4 gegen 2 Mann Überzahl und sie lassen den Plant durchgehen. Und das darf einem nicht passieren. Das stimmt. Das ist dann wieder zu defensiv. Ja, vielleicht auch einfach falscher Fokus, ne? Also Pillar zum Beispiel hätte man eigentlich einfach liegen lassen können, da hätte eh nichts passieren können. Da muss man halt eher Fireplace so defenden, dass da nichts passieren kann, wie du schon sagst, und dass der Plant da durchgeht, darf eigentlich auch nicht passieren. Also vielleicht ein paar Fehler auf Seiten von Wolves, aber auch wirklich starkes Spiel von Toxic Monkeys, das kann man definitiv so stehen lassen. Ja, also auf jeden Fall von den zwei verbliebenen Männern oder von Toxic Monkeys. Ja. Der Rest hat ja mehr oder weniger auch nur zugeguckt. Kann man ganz fies einfach mal so so sagen. Auf der anderen Seite wo ist eSport natürlich auch eine wichtige Runde, die sie hier abgeben. Ja, das definitiv. Und Gibby hat seinen Job gemacht. Ne? Also kann man anders nicht sagen. Besser hätte man ihn nicht machen können. Definitiv. Aber wir sehen jetzt tatsächlich nochmal Reading ausgespielt. Man hat sich hier auf Seiten von OSI Sport gesagt, pass auf, wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Wir machen es besser. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch einen ganz anderen Engage von Toxic Monkeys. Entscheidet man sich jetzt dafür, hauptsächlich über den Top Floor zu gehen und dort nicht die Pressure eher auf Train zu setzen, wo ja eben der Push herkam. Ja, das ist gut antizipiert natürlich. Wir können jetzt noch nicht. Oh, was ein Brett Slash. Macht da wieder einiges an Damage. Ganz, ganz böse gesagt. Und nimmt Gibby raus und damit natürlich auch den Mann der letzten Runde vom Spielplan geholt. Aber da war man sieht auch. Achso, ja. Ja, da war gerade auch gerade Yoshi. Ich glaube, der hat hinter sich die Wand aufgehauen und steht eigentlich direkt neben dem guten Slash. Und der kriegt jetzt auch das Brett J-Pirate erweitert mit Reis. Und damit Wolves eSport in der Unterzahlsituation. Aber auch die haben eben gute Comeback-Qualitäten. Und eine 3-4-Situation hat hier noch gar nichts über den Ausgang der Runde zu entscheiden. Man sollte jetzt allerdings den nächsten Track sich selbst aufs Konto ziehen und sich dann in ein defensives Standing begeben auf Seiten von Wolves eSport. Das, das definitiv. Ich frage mich noch, das können wir ja am Ende der Runde bewerten, welches Team von beiden sich besser jetzt gerade auf den Gegner einstellt. Ich kann das gerade noch gar nicht entscheiden. Ich finde, eigentlich hat das Wolves bisher ganz gut gemacht an der Änderung vom Fokus, den man hat, rein objektiv gesehen. Keine Ahnung. Also, boah, die Nate geht durch. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen unlucky, muss man sagen. Ja. Aber Zeit spielt gerade nicht unbedingt in die Karten von Toxic Monkeys, insbesere wenn J-Pirate jetzt umgeklatscht wird und Scars gegen Fallen erweitert. Booker Lee findet Scars, muss jetzt auf den Plant gehen und Classic sagt sich einfach, nein, den lasse ich nicht durch und holt sich damit Runde Nummer 4. Wir sehen, es ist Ping-Pong-Prinzip und die Runden könnten knapper nicht sein. Hammerding. Bisher also läuft dieses Match wirklich so, wie ich es mir in meinen kühnsten Träumen erwünscht habe. Unfassbares Ding hier. Ich denke, wir hatten mehr Spannung innerhalb der letzten 4 Runden als in so manchen anderen Matches. Ja, da würde ich definitiv nicht widersprechen. Nee, also wirklich, wirklich geile Runden. Und man muss auch sagen, ich finde, was man auf so einer hohen Qualität halt dann wirklich sieht, ist auch teilweise das reine Standing von Leuten Runden entscheiden kann. Also ich meine, dass Sir Classic jetzt da in Pillar rotiert ist und da die Door gepiekt hat, hat er einfach nur die Runde geholt. Also auch das, ja, dass er halt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stand und wirklich, wirklich, wirklich stark gemacht. Also ich muss sagen, deswegen, Wolves hatte die Runde an sich sowieso schon ein bisschen besser gespielt, hatte ich das Gefühl, weil die ja wussten, was passiert. Und ich bin ja auch kein Fan davon, Spot 2 mal anzuspielen, aber kann die richtige Entscheidung sein. Zumindest, wenn man halt was ändert, ne? Und das hat Wolves ja hier gemacht.
Ja, auf der anderen Seite hat natürlich Toxic Monkeys den Engage auch komplett anders angesetzt als vorher. Aber auch in dieser Runde haben wir angekündigt, Comeback-Qualitäten sind da und wir haben wieder mal ein Comeback gesehen. Ja, es ist super stark. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt also für mich ein bisschen mindblowing. Das ist einfach, so ein Match siehst du nicht alle Tage. Und drum sind wir froh, hier beide zu sitzen und das Ganze mit euch erleben zu dürfen. Aber ja, ja. Allein wenn man sich so anguckt, die gesamte erste Hälfte der Season habe ich fast schon gebettelt nach einem Ace und wir sehen innerhalb der ersten vier Runden hier ein Ace, Monster-Clutches, ein 2-2. Es ist, ganz ehrlich, ich bin jetzt schon zufrieden mit diesem Match. So, das reicht mir wieder für die nächsten drei Wochen. Ja, also vor allem, man muss ja sagen, es ist ja noch lange nicht vorbei. Also wir werden echt noch hoffentlich viele spannende Runden sehen, aber ich gebe dir recht, also das waren bestimmt die vier spannendsten Runden bisher, die ich vielleicht ein paar Ausnahmen. Ne? Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber wirklich vier wirklich, wirklich spannende Runden, vor allem im Verhältnis zur gesamten Season. Das definitiv. Ja, auf der anderen Seite jetzt gerade Toxic Monkeys so ein bisschen im Angriff. Sie gehen über den Topfloor clear und spielen tatsächlich diesmal Gibby auf dem Jackal. Das ist ja eigentlich standardmäßig Yoshis Position, dass man gerade auch auf Maps wie Oregon gerne gesehen hat, dass er da eher den Jackal spielt. Diesmal allerdings Gibby unterwegs. Und ich denke, der Jackal hat sich jetzt auch schon ausgezahlt, denn man könnte relativ schnell Slash da oben von seiner Roam-Position vertreiben und den Topfloor sichern. Und jetzt hat man mit Sledge natürlich auch die Möglichkeit, vertikal anzuspielen und dort Druck aufs Objective zu generieren. Ja, vor allem, was viele unterschätzen, also ein Jackie hat natürlich an sich schon einen riesen Impact. Oh, nein, Yoshi! Was tust du denn da? Slash einfach, der wird wahrscheinlich gar nicht wissen, woher das Ding kam. Ne, der also, weiß. Also, wie auch, ein absolut wieder brutaler Frag an der Stelle. Tut natürlich weh und vor allem gegen sowas willst du dich gegen sowas schützen. Du kannst ja nicht überall ein Jäger-Device hinstellen. Nee, das funktioniert nicht. Oh. Dafür allerdings Yoshi auch bestraft von Scars völlig zu Recht nach diesem Überkill mit der Nate. Ja, die war auch angekündigt sozusagen. Also das konnte man ja schon im Ansatz sehen. Nee, aber ein Jackie kann natürlich auch einfach stark sein, um Bereiche zu clearen. Einfach weil man halt sieht, wo der Gegner war. Da muss man nicht mal unbedingt scannen. Und das ist natürlich was man auf jeden Fall unterschätzen könnte als Defender. Vor allem, wenn man es halt noch vorher nicht gesehen hat. Oh, und so. Hier der tiefe Shot von Gibby sitzt da leider nicht Richtung Classic. Der hat auch noch mal Glück, dass er da mit dem Leben davon kommt. Er hat jetzt aber auch die tiefen Engel Richtung Objective. 20 Sekunden noch auf der Uhr, das wird eine richtig knappe Runde. Es ist wie immer 20 Second Meter und jetzt werden Pokerlilie und Fallen aktiv. Classic findet die Pokerlilie dann im Refrag, allerdings sind es wieder Senpai's Game und Classic, die hier rumkommen. Und Senpai's Game ist auf jeden Fall zur Stelle, der Diffuser geht down, Senpai's Game verpasst den Frag. Jetzt muss man echt aufpassen, wer, wie, wann und wo kommt. Und ich glaube, jetzt hat der gute Gibby auch auf dem Schirm, wo das Ganze herkommt. Und er findet Senpai's Game. Damit sind wir weiter in unserem Ping-Pong-Prinzip. Es werden die Runden abwechselnd gewonnen. Ich glaube, wir können davon ausgehen, jetzt nochmal Kitchen zu sehen und dann einen Sieg von Wolves. Einfach nur, weil die Meta es so hergibt. Ah, okay. Also du machst Meta-Gameplay, ja. Gameplay nicht, Meta-Prinzip. Oder, ja. Ja, okay, sorry, Meta-Prediction. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob wir das sehen. Ich meine, bisher hat es geklappt, ne? Würde ich jetzt auch nochmal picken. Aber ich habe das, also, ja, wie soll man sagen? Die Runden sind für mich zu uneindeutig, um dann eine gewisse Richtung anzusagen. Weil im Endeffekt ist es ja wirklich, wer die 20 Sekunden vorm Plant gut macht und wer sie nicht mehr gut macht und vielleicht noch Afterplan-Situation. Der Rest der Runde war bisher meines Erachtens eher weniger entscheidend. Ja, die Frage ist halt jetzt in erster Linie, wie gut kann Wolves den Aufbau von Toxic Monkeys stören und da Zeit kosten. Das ist ja immer der Grund. Die gesamten 2 Minuten 40, die vor dieser 20-Second-Meter sind komplett Setup. Wo stehst du? Wo bringst du den Diffuser down? Wen kannst du auf dem gegnerischen Board denyen? Und wenn du da schaffst, auf Seiten von Wolves Toxic Monkeys richtig zu stören und dieses Setup eben entweder zu übergehen, indem du an einem unpredictable Angle stehst oder sie dich einfach überdrohen, dich auf dem Schirm haben, kann eben hier auch eine Runde gewinnen. Und es ist wirklich, wie in jeder einzelnen Runde auch, sehr, sehr knapp und das auch völlig zu Recht.
Das völlig zu Recht. Und es sind halt eben, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, die wirklich sehr, sehr einzelnen Situationen, die halt im Endeffekt eine Runde festmachen. Also es ist nicht irgendwie gravierende Fehler auf beiden Seiten oder ne, ein Team macht jetzt total was falsch, sondern es sind wirklich ganz kleine Einzelsituationen, die im Endeffekt die ganze Runde entscheiden. Und das ist schon echt ein krasses Niveau, wenn man sich das mal anguckt, wie die beiden Teams jetzt hier gegeneinander spielen und wie man sich auch aufeinander einstellt. Ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass Toxic Monkeys ganz klar weiß, wie die Defense dann immer aufgebaut ist. Das siehst du ja allein schon daran, wie die sich dann jeweils aufbauen. Ne? Also, schon, ja, ist schon sehr hohes Niveau. Jetzt übrigens mit ein bisschen Druck von Yoshi vom Red Hatch bereits zwei Areas gecleared. Man weiß, da war irgendwo was, hat in die Richtung geschossen und Wolves ist aber mal schneller als der Blitz weg gewesen. Ja. Und zwei Floors werden jetzt überhaupt nicht bespielt von Wolves. Das kann natürlich Zeit in der, im Intel kosten, aber auf der anderen Seite verschenkt man damit natürlich auch Möglichkeiten, dort Toxic Monkeys ja, ein Bein zu stellen. Ja, genau. Die Möglichkeit der Störung fehlt halt. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn da eine Lücke ist und man sieht die, das ist dann wieder dieser Prozess, den du eben beschrieben hast, dieses Überdrohen bzw. dran an dem Intel vorbeikommen, kann es natürlich umso gefährlicher werden, je mehr Area praktisch gekriegt scheint. Ne? Das muss man ja wirklich sagen. So. Natürlich, aber in diesem Fall haben wir ja den Intel da. Ja, die Area zum Glück. Ist clear. Die Area, da steht keiner mehr auf dem zweiten Floor, wenn man sich das Ganze hier mal anguckt. Nee, ich glaube, es gibt auch eigentlich keine Rotationsmöglichkeiten mehr. Ja, und da muss man sagen, okay, der größte Widerstand wird definitiv von dem übrig gebliebenen unteren Stockwerk kommen. Vor allem, wir haben noch kein Opening Frag gesehen und haben nicht mal ja, mehr... Ja, aber ich sehe da schon wieder Yoshi mit einer Nate oben stehen. Slash, auf jeden Fall gut angehittet von dieser Nate. Man weiß, wo er sich befindet und er ist unter Druck. Er hat gerade von allen Richtungen Druck und wie kommt er da durch? Einfach gelaufen. Einfach geil. Mal zack, boom, bonjour, durch da. Und Yoshi denkt sich dann wahrscheinlich auch so, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Vor allem zwei Leute stehen noch da in der unteren Bar. Aber Pokerlinie findet jetzt Reis als Opening Frag, später Opening Frag. 30-Second Meter dürfte auf jeden Fall an der Stelle am Start sein. Und Scars wird ja auch mit rausgenommen. Er hat ihn gar nicht gesehen! Der wird nicht gesehen, der kommt da einfach durch! Was ist das denn? Also das Ganze, da muss man gerade sagen, was ist denn gerade mit Wolves passiert? Also die sind komplett, also die gesamte Defense ist ja gerade innerhalb von Sekunden kollabiert. Und dann sieht insbesondere ein Smoke, ein Senpai's Game, dort nicht die Sophia, die vorbeisprintet. Und klar, er holt da noch einen Frag, hittet noch einen Shot gegen den Jackal, aber ganz ehrlich, da ist kaum Gegenwehr gewesen. Und da ist genau der Punkt, ich hab's predicted. Ja, du hast gesagt, du traust diesen Metastatistiken nicht. Das ist natürlich auch komplett richtig. Jede einzelne Runde ist auf einen ganz eigenen Variablen sozusagen basiert. Und wir werden jetzt tatsächlich die erste Defense tatsächlich auch auf Kitchen sehen von Toxic Monkeys. Und da muss man schauen, Wolves eSport große Stärke liegt tatsächlich auch in der Drone Work und in der Attack. Das haben wir unzählige Male bereits festgestellt. Auch sie haben eben eine unglaubliche Stärke, was 20-Second-Meter-Gameplay angeht. Ja, ich würde sowieso sagen, dass beide Teams eigentlich Attacker-lastig stark sind. Also zumindest kommt mir das so vor. Die haben, was auch bei beiden Teams wirklich stark ist, was wir bei anderen Teams im Übrigen in der Liga noch nicht viel gesehen haben oder nicht so gut auf dem Niveau, ist vor allem Intel-Usement. Also, dass man praktisch hingeht und sagt, ich drohne jetzt irgendwo hin und da ist direkt jemand, der mit meinem Intel was anfangen kann. Und das kriegen beide Teams unfassbar gut hin und das haben viele andere Teams nicht hingekriegt. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was da wohl ist in der Attack jetzt zaubert. Bisher sehr überzeugt gewesen von deren Attacks. Da finde ich es gerade auch sehr, sehr interessant, wie man mit dem Brown Stairs hier, glaube ich, auf Seiten von Gibby spielt. War das nicht? Yoshi war das. Mit einem Smoke, einem russischen Visier und der Shotgun. Alles klar, auf dem Roam. Gibt aber tatsächlich viele Fans von dem Visier, komischerweise. Hat mich auch gewundert, ich mag das nicht. Da hat man dieses linke fette Ding, was mir gefühlt die halbe Sicht wegnimmt. Aber gibt Fans von dem Ding, also von daher ist ja, jetzt für mich es nicht soll auch jeder das spielen, womit er am besten klarkommt. Es hat mich nur gerade tatsächlich sehr, sehr gewundert, ein russisches Visier auf dem SMG-11 zu sehen. Es gab es eben 6 Jahre lang nicht.
Ja, das stimmt. Die Season hat, was das angeht, definitiv alles verändert. Das ist so. Ja, Reis weiß hier übrigens tatsächlich auch, wo das Standing ungefähr ist. Man sieht da doch eigentlich das Loch in der Wand. Ja, sieht's. Alter, nicht. Das ist gerade von Reis so ein bisschen. Apokalier findet Slash. Also, das finde ich gerade fast ein bisschen bedenklich. Ich meine, da hätte ich schon mal durchgeschossen, so. Vor allem, wenn da Leute vorher gepinkt worden sind, aber gut, das ist jetzt Haarspalterei. Auf der anderen Seite, zwei Leute sind rausgefallen. Jade Pirate, beziehungsweise Pirate 2K inzwischen, hat sich wieder umbenannt. Und Slash. Und ich glaube, du hörst das, was ich höre, oder? Ich höre keinen Sound mehr, ja. Ein Soundbug. Der Klassiker halt, ne? Das ist ja ab der Season sowieso so gewesen. Das regelt sich in zwei Runden. Ich werde dafür jetzt nicht jedes Mal einen Rehost anfordern. Nein, 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 das kannst du auch vergessen. Das ist mittlerweile bei wirklich ausnahmslos jedem Cast, den ich zumindest begleitet oder gesehen habe, ist das mindestens einmal passiert. Das ist halt, ja, die Season, leider. Leider Gottes. Aber ist egal, ohne Sound geht's auch. Gut, man kann sogar damit argumentieren, es ist nicht nur die Season. Es ist eigentlich ein Grundproblem, das Rainbow hat, diesen Soundbug unter Kontrolle zu kriegen. Sie Seasons dran, ein paar Mal schaffen sie es relativ gut, das zu unterdrücken, und in der nächsten Season ist dann wieder das Kind im Brunnen gefallen. Das sehen wir leider allzu häufig bei Rainbow Six, aber das ist sozusagen auch eine Kritik, die besteht ja auch nicht erst seit gestern. Nee, vor allem würde ich jetzt sagen, im Endeffekt lassen wir uns davon nicht unterkriegen lassen. Wir haben jetzt immer noch ein geiles Spiel zu sehen und dafür brauchen wir auch nicht unbedingt Sound, von daher... Einfach weiter geht's. Reis kriegt hier gerade ein bisschen Damage im Gunfight. Und er übersieht hier tatsächlich Yoshi, der sich auf dem Boden legt. Senpai Scam nimmt auch noch Scars raus. Senpai Scam kann dafür allerdings gleich wieder Abhilfe schaffen. Und muss hier schauen, wer den Gunfight gewinnt. Am Ende ist es Classic, der übrig bleibt und mit dem Drop... Er hat doch gerade den Kopf gesehen. Und das wird zeittechnisch nicht im Ansatz für ihn reichen, um hier den Diffuser noch zu bekommen. Und am Ende ist es dann Toxic Monkeys. Und jetzt wird die Luft so langsam dünn. Ja, jetzt wird die Luft langsam dünn. Und man muss sagen, Toxic Monkeys, würde ich sagen, gerade in der Runde jetzt, weniger mit individuellen Fehlern zu kämpfen gehabt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Reis angeguckt haben, das war ja nicht das erste Mal sozusagen, sondern ich fand, der ist so ein bisschen, weiß nicht, wie dir das vorgekommen ist, aber kopflos ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich habe da jetzt nicht so diesen... Wie soll man das sagen? Diesen Killer-Instinkt, diesen Druck gesehen, dass man da halt einfach, das war das, was Toxic Magnus gemacht hat. Egal, wo die hingegangen sind, die haben diesen Bereich halt wirklich eingenommen. Und das Gefühl hatte ich jetzt gerade nicht. Das war eher so ein, ich laufe da mal durch. Ist generell so eine Sache bei einigen Teams, da hast du dieses Gefühl, egal aus welcher Richtung ein Gunfight kommt, noch wie unwahrscheinlich der Engel ist, den sie nehmen, du hast Angst. Genau, und das genau, hat man das, bei Toxic Monkeys. Das ist diese Aggressivität, die sie mitbringen, diese Präzision, mit der sie Defenses skalieren und skalpieren und auseinandernehmen, ist einfach unglaublich zu sehen. Das hat mir gerade tatsächlich auch bei Wiss ein bisschen gefehlt, dass man dann eben einen Reis hat, der da irgendwo in den Freezer reinläuft. Es ist ein Peak-Hole da und es steht auch jemand dahinter, der zwei Sekunden vorher gepinkt wurde und man schießt nicht drauf. Und der wird nicht umgedrückt, genau. Wahrscheinlich, genau, weil man eben Sneaky Peaky noch über drei Wege gehen möchte. Und genau in der Sekunde sind die dann schon wieder über alle Berge. Und das ist halt, das sind Sachen gut, die kann Reis jetzt nicht wissen. Und vielleicht hat er sich wirklich aktiv dagegen entschieden, diesen Engel zu forcen, einfach um seine Position nicht zu verraten. Aber auf der anderen Seite, da wäre ein Kill drin gewesen. Ja, und manchmal ist es halt auch einfach der Vorschlaghammer. Ich meine, klar, Sneaky Peaky kann was bringen. Aber gerade Toxic Monkeys, finde ich, zeigt auch echt, wie viel man auch psychisch mit dem Gegner machen kann, nur weil der halt, wie du schon sagst, dauerhaft Angst hat. Und da ist es eben der Vorschlaghammer, der dann einen auch zum Ziel bringt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die klassischen Performer dieses Teams sind momentan nicht in ihrer Performance-Leistung. Reis gehört ja eigentlich immer auch mit zu den stärksten Fraggern, war meistens nur in den Top 10 zu finden innerhalb dieser Season, wo wir Statistiken geführt haben. Und hat dort auch gezeigt, wie gut er eigentlich ist. Und Fallen hier wieder mit einem einem bösen Engel. Einen absolut bösen Engel. Aber ich muss sagen, das ist auch recht, finde ich, einfach zu erklären. Meistens profitieren die Fragger davon, wenn ein Team niveautechnisch ein bisschen niedriger besiedelt ist als das eigene. So, und jetzt hat man halt heute Leute, die halt auf beiden Seiten absolut gut sind. Auch die Supporter, auch die Flag-Spieler, die können alle was.
Und dann ist es eben nicht so einfach, da herauszustechen und jetzt total krass alle umzudrücken. Ne? Und ich glaube, mit der Rolle muss man auch erstmal dann klarkommen, dass sie sich vielleicht mal ein bisschen ändert. Jetzt Garson findet Pirate. Oder, nee, ich finde, ja, ich finde es aber sehr, sehr interessant. Wie gesagt, sowohl Rice und Pirate, die kommen nicht wirklich ins Spiel, die machen nicht viele Kills. Wie gesagt, aus den Gründen, die du gerade auch schon genannt hast, vermutlich. Dafür sind es jetzt andere, die umso mehr scheinen wie ein Senpais-Game, wie ein Classic, wie eine Pokerlilie. Ja, Yoshi stimmt, gehört ja auch zu den stärkeren Fraggern insgesamt, ne? Aber da zeigen sich gerade ganz neue Möglichkeiten. Slash auch gerade mit einem wirklich guten Spiel an dieser Stelle, aber Fallen kann ihn dann wieder denyen. Auf der anderen Seite 3 gegen 2 Situationen. Und ich sag mal so, zum jetzigen Zeitpunkt muss man gucken, was Wolves damit anstellt. Denn aktuell, allein von der Awareness, dem Movement und der individuellen Stärke, sehe ich Wolves gerade noch nicht auf so einer starken Position. Vor allem, wenn die Pokerlilie sie jetzt rumzieht. Und das tut er. Senpais Game fällt. Hat ihn da nicht auf dem Schirm und er. Was? Wie? Ja, gut. Dann wird Pokerlilie eben nochmal gegen Skars aktiv. Und ich sag mal so, es ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Runde für Wolves. Denn sie stehen jetzt einem Matchpoint gegenüber. Ja. Ja, beziehungsweise und Map-Point. So weit Map-Point ist es noch nicht. Okay. Hast du eigentlich die Runden eingetragen? Nee, das macht, glaube ich, Niklas im Hintergrund. Zumindest war das eben der Fall. Ich kann jetzt noch mal kurz gucken. Nee. War dein Plan. Ja, alles gut. Nee, was ich sagen wollte, hast du mich voll rausgebracht mit deiner Frage. Nee, so Dinge, da sind wir wieder an dem Punkt. Das ist natürlich auch was Individuelles. Also, dass der Refrag da nicht stattfindet, ist das eine. Dass man aber dann so runterdroppt, dass der einen selber fraggen kann, das darf halt einfach nicht passieren. Beziehungsweise so, also die entweder Shots müssen da sitzen. Und genau, entweder ich hole ihn halt oder ich droppe nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wahrscheinlich hat er sich auch nur der wird sich nichts dabei gedacht haben, hier, der Mute, der hat nur Schießen gedrückt, die Pokerlilie. Und dann war es halt der Hipfire im linken unteren Fenster, der zufälligerweise auf dem ersten Shot gesessen hat. Ja, da muss okay man sagen, das war jetzt mehr Glück als Verstand, ne? Hast du da recht, dass da auch so ein bisschen dieser Lucky-Faktor beigeschwungen hat, aber es ist ja trotzdem so, ich finde, eigentlich muss man dem Gegner so wenig Chancen wie möglich lassen und allein schon, dass er die Chance hat, von der Reaktionszeit da noch drauf zu schießen, also, ja, da muss man irgendwie ein bisschen mehr das Glück forcen und das wurde hier nicht gemacht, meines Erachtens. Gut, aber jetzt ist es eben der vierfache Matchpoint, den Toxic Monkeys sich mitholt aus sozusagen insgesamt 8 Runden. Konnte Wolves bisher 2 für sich entscheiden. Natürlich ist da immer noch so ein Lucky-Faktor mit drin. Die Runden hätten auch in der einen oder anderen Situation anders ausgehen können, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist Wolves ein bisschen in die Ecke getrieben. Ich sehe gerade, die Runden sind bei mir nicht eingetragen. Ich werde das mal kurz machen. Ja, aktueller Zwischenstand 6-2. Letzten 2 Runden lang Kitchen und Breeding. Gingen beide an Toxic Monkeys. So. Na, ich kann aber gerade nichts hinzufügen beim Caster-Tool. Das hat keine Lust. Naja, gut. Unser Caster-Tool ist für alle, die sich überlegen. Ja, keine Ahnung. Was soll man dazu sagen? Caster-Tool ist eben unsere Möglichkeit, mit unseren gesamten Setups und unseren Grafiken zu interagieren. Und wenn da was schief läuft, was leider häufiger der Fall ist, dann ist das durchaus mal ein kleines Problem. Übrigens, krasser Engel, den man hier von Sir Classic sieht. Der kann richtig fies sein, vor allem, wenn man das unterschätzt als Defender in der Situation. Ja, zum Caster-Tool, also ich meine, das wird sich ja auch noch hoffentlich stetig verbessern. Oh, Opening-Frag, wichtig. Und er ist wieder da. Fallen ist da. Smoke natürlich absolute Verbrechen gegen den E-Sport, da nicht Shotgun SMG zu spielen. Das ist nämlich Standardmeter, wie ein Smoke auszusehen hat, meiner Meinung nach. Ich sag das nur, weil ich alter Smoke-Man bin. Aber man kann ja jetzt auch mit der Ella Shotgun so bösen Damage anstellen. Und man schafft es ja nicht, den Refrag zu sitzen auf Seiten von Senpais Game. Jetzt ist der Refrag da. Er macht den Double Kill. Trotzdem natürlich sehr, sehr viel HP mit eingebüßt. Und eine insgesamt unkomfortable Situation für Wolves eSport, weil Senpais Game, der wird jetzt am Anfang einen Headshot drücken müssen, um hier noch Impact auf die Runde zu haben. Denn ein Schuss und da ist dann nicht mehr viel mit weitermachen.
Nee, vor allem ist die Situation für Toxic Monkeys natürlich deutlich entspannter. Die dürfen jetzt auch noch eine Runde verlieren. Das wäre jetzt nicht der Weltuntergang, aber für Wolves steht gerade ziemlich viel auf dem Spiel und deswegen müssen die jetzt auch wirklich performen. Die ja, und oh mein Gott. Das C4 nimmt hier auch nochmal ja, einen absolut wichtigen Spieler vom Spielplan. Man hat nicht auf dem Schirm, dass da wäre ein Freezer steht, aber man nimmt ihn trotzdem down. Das darf einem nicht passieren. Senpai's Game wieder mit einem Triple Kill. Der macht heute hier auch ein Spiel, das seinesgleichen sucht. Er sieht den Kopf nicht. Er sieht den Kopf nicht und er muss jetzt den Ace machen. Und er hat 15 Sekunden für diesen Ace. Und er weiß nicht, wo seine Gegner sind. Und Pokerlilie macht es auf jeden Fall safe und sagt, Toxic Monkeys wird heute auf jeden Fall nicht als zweiter Platz vom Spielplatz gehen. Vom Spielfeld gehen. Das ist ja ab dieser Runde klar. Toxic Monkeys führt 1-0. Führt 1-0, ja, das kommt, ja. Und, ja, ich hoffe, das ändere ich gleich noch irgendwie. Ja, irgendwie ist gut. Und Wolves Esport weiß, okay, die nächste Runde heißt es Do or Die. Sie haben 7-2 gegen das vielleicht stärkste Team der deutschen Esports-Bundesliga auf der ersten Map gerade einstecken müssen. Und wir werden gleich einmal, glaube ich, in eine kurze, aber knackige Pause gehen. Und und? Ja, ich 7-minütige Pause. Ich musste gerade einmal. Okay, jetzt geht das auch mit den Runden. Warte mal, dann stelle ich das nebenbei. Genau. Das muss ja. Du stellst das Ganze mal schön nebenbei ein. Und, genau. Ich gucke dann nochmal, dass ich einmal mit dem Team vernünftig kommuniziere. Für euch heißt es jetzt natürlich, ein bisschen Ohren steif halten. Mal schauen, vielleicht wird Toxic Monkeys heute zum besten Team dieser Liga. Vielleicht sehen wir hier heute auch tatsächlich die Krönung eines Teams. Auf der anderen Seite, vielleicht holt sich jetzt auch Wolves die zweite Map und das Ganze wird natürlich spannend zu sehen, ob sie es schaffen, sich aus der Bredouille des zweiten Platzes befreien können und dann vielleicht an einem weiteren Entscheidungsmatch diese Liga zu entscheiden. Wir werden es sehen, aber das Ganze erst in einer kurzen Pause. Dementsprechend sage ich bis gleich. Dropping all your shit, yeah, I promise this. I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it. Honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9-to-5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. To get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Your ass dropping all your shit, yeah, I promise this. I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it. Honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9-to-5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Let's go. I'm gone.
one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Bitten logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, bitten hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Taking back, better facts. Making racks where it's at. Had my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a pack. Don't react, don't react. Think I'm black off the deck. All I'm left, that's a step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the best. Got a plan better than both brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Get to die. I'm in the zone and you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive. Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Said, I never give up. Fake it till I make it. Motherfucking take it. Take it back from these haters. Playing tracks for the traitors. Got the passion in depth when it happens. Factions take actions. Trapped in their captains. It's happening. I'm raising my status. Facing the madness. I'm out gaining traction. Avoid the distractions. I'm snapping. No captions. Attracting reactions. Adapting. Attacking. Commanding the masses. I'm practicing habits. I don't fucking ask, bitch. I just fucking grab it. I am never static. Massively active. Expanding. Fastlit. Planning to have it. So I will go capture it. And I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it. Put them on blast. Und welcome back, sagen wir einfach mal, zu dem Match zwischen Wolves eSport und Toxic Monkeys. Ich und Koro sind jetzt auch mit der Technik wieder ein bisschen, ja, wir sind trotzdem halbwegs noch auf Kriegsfuß mit der Technik, aber alles in allem haben wir unsere aktuellen Probleme jetzt auch gefixt bekommen. Und wir werden gleich in ins Match, oh, warte, merk gerade, muss sowieso gleich einmal rehosten. Ich hör den Soundbug jetzt schon. Oh. Das ist nicht gut. Und deswegen Verlängerst du die Pause einfach nochmal oder sollen wir ein bisschen quatschen? Nee, wir können auch noch ein bisschen quatschen, weil ganz ehrlich, wir haben hier jetzt tatsächlich doch ein eindeutiges oder ich sag mal ein zu eindeutiges Match. Finde ich, für den Start dieses Matches haben wir eine zu eindeutige erste Map gesehen. Toxic Monkeys hat sich ja eben in der Attack und in der Defense sehr, sehr stark hier gegen Wolves eSport durchgesetzt. Die haben Angles gehalten, die hatten Positions, mit denen hat Wolves nicht gerechnet. Und Wolves hat man das Ganze auch in der Attack angesehen. Die sind da mehr tatsächlich rumgeschlichen, in der Angst überrascht zu werden, als tatsächlich den Vorschlaghammer auszupacken und die Attack zu zerschlagen, wie es Toxic Monkeys ja gemacht hat. Und deswegen finde ich momentan, dass das für ein Endspiel zwischen zwei Teams, die innerhalb dieser Season so unglaublich viel geleistet haben, 7-2 auf der ersten Map ein erschütterndes Ergebnis ist. Ja und nein. Ne? Also einerseits, natürlich gebe ich dir da vollkommen recht, wenn man sich den Verlauf an sich anguckt und auch die beiden Teams so verhältnismäßig vergleicht. Andererseits, also das Ergebnis ist natürlich sehr, sehr hoch, ne? Und vielleicht auch gar nicht unbedingt dem Niveau beider Teams entsprechend, ne? Weil die halt wirklich nah aneinander sind. Aber man muss auch einfach sagen, dass gerade in der Attack von Wolves war ich sehr enttäuscht, weil
die gar nicht ihre Stärken ausgespielt haben. Also meines Erachtens hat Toxic Monkeys das einerseits wirklich gut gemacht mit der Defense, muss man auch sagen. Aber andererseits gab es aber auch wirklich gravierende Fehler. Und die werden natürlich gerade in so einem Spiel total bestraft vom Gegner. Und dementsprechend fand ich, also das Ergebnis an sich ist zu hoch, um dem gerecht zu werden. Das hätte knapper ausfallen können und auch müssen eigentlich, meines Erachtens. Aber wenn man sich jetzt rein die Attack von Wolves anguckt, ist es nicht unverdient gewesen, dass Toxic Monkeys da so klar... Ja, klar, das wollte ich hier auch in keiner Weise zur Frage stellen. Oder okay, ja, dann habe ich es vielleicht falsch verstanden. Aber man muss sagen, für ein Endspiel zwischen so starken Teams, also wir haben beide Teams ja als sehr, sehr stark wahrgenommen. Sie haben beide entsprechend gute Ergebnisse. Und da hat mich tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass das Ergebnis insgesamt dann so ausfällt, wie es momentan steht. So, wenn ich mich irgendwie... Das hätte keiner erwartet. Das hätte niemand erwartet, dass das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt 1-0 steht. Und das ist auch zum jetzigen Zeitpunkt 7-2 ausgegangen ist. 7-2, also das, ne? Ja. Es ist einfach, es ist ein bisschen überraschend gewesen. Wolves eSport muss sich jetzt vielleicht auch sammeln. Auf der anderen Seite kann man sagen, es war jetzt die Map von Wolves eSport. Und insgesamt ist Toxic Monkeys eben ein Spiel, ein Team. Ein Team. Ja. Dass sich immer tatsächlich besser durchgesetzt hat gegen stärkere Teams. Denn wenn man sich anguckt, gegen wen Wolves unentschieden gespielt hat, das waren Team Frex und Sologenic. Das sind zwei sehr, sehr starke Teams, aktuell der dritte und vierte Platz, gegen die sie unentschieden gespielt haben. Das heißt, dort haben sie Punkte liegen gelassen gegen die stärkeren Teams. Ihre Toxic Monkeys gegen Vistivina, die momentan im Abstiegskampf stehen und gegen Team Frex verloren hatten. Rechnen wir die Variable Team Frex einfach mal raus, weil die sind halt die Kings of Draw. Die spielen unentschieden, wenn sie spielen. und werden damit voraussichtlich sogar Dritter innerhalb der Liga. Wenn man die mal ganz außen vor lässt, dann ist eben Toxic Monkeys stärker gegen stärkere Teams. Macht eindeutige Ergebnisse gegen stärkere Teams. US eSport ist ein verdammt starkes Team. Und vielleicht ist das auch einfach ihre Spielweise mit der sie dort einen Gegner wie Wolves eSport in die Knie zwingen. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Syndrom, um das vielleicht so ein bisschen an die Allgemeinwelt anzuknüpfen. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, unsere Zuschauerschaft, das werden alles R6-Spieler sein, oder der Großteil zumindest. Auch ich kann, also das kennt jeder von uns, dass teilweise Leute, die vom reinen Niveau her deutlich unter einem sind, erstaunlicherweise besiegen können, in Anführungsstrichen. Und andersrum, Leute, die halt auf demselben Niveau sind, die sind halt teilweise gefühlt einfacher zu besiegen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses, wie soll man das sagen, wenn sich jemand sehr gut in einer Underdog-Rolle fühlt oder in einer Rolle, Underdog sind sie jetzt in dem Fall nicht, muss man sagen, ne? Also, ganz und gar nicht. Aber halt, wenn man einen wirklich starken Gegner hat, auch wirklich stark zu spielen, und andere Gegner können das vielleicht nicht so gut, also Wolves scheint das ja zumindest auf der ersten Map nicht ganz so gut gemacht zu haben, dass sie halt sehr, sehr schnell in Schlittern gegen so einen guten Gegner geraten, dann ist vielleicht auch das, was das am Ende des Tages entschieden hat. Aber man muss auch einfach sagen, dass es meines Erachtens Toxic Monkeys auch wirklich, wirklich stark in der Defense gemacht hat. Vor allem stärker, als ich gedacht habe, weil ich habe das ja eben schon gesagt, ich finde, eigentlich sind beide Teams eher so Attacker-lastig, zumindest was so ihre reine Stärke angeht. Und ich fand die Defense von Toxic Monkeys wirklich erstaunlich gut, und vielleicht auch, weil die Attack von Wolves erstaunlich schlecht war in dem Verhältnis. Aber, ne? Ja, klar. Aber das sieht man hier einfach immer wieder. Und auf der anderen Seite kann man sagen, Oregon ist jetzt vielleicht auch nochmal ein anderes Pflaster als Café Dostoevsky. Café Dostoevsky haben wir zwar ähnlich häufig gesehen, aber ich denke, auf Oregon ist Wolves vielleicht auch ein bisschen eher zu Hause als auf Café. Denn das sind zwei unterschiedliche Maps mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten, Spielweisen. In Café kannst du super eine Top-Down-Attack spielen. Dann klärst du den Top-Floor und gehst runter, während ein Gebäude wie Oregon eher in zwei Teile separiert wird, nämlich einmal die Seite Richtung Meeting und einmal den Small Tower, wo es halt wenig Rotationsmöglichkeiten an sich gibt. Das heißt, man hat dort nicht so klassische eine Kreistopologie, wie man das Ganze auf Café hat, wo man tatsächlich oben einen Kreis laufen kann und auf jeder Ebene
irgendwo einen Kreis drin hat, um den man sich bewegen hat, immer zwei Möglichkeiten, irgendwo auszuweichen. Das hat man eben auf Oregon nicht. Oregon ist eine sehr in zwei Teile separierte Map durch Meeting und das hat eben auch nochmal eine ganz andere Anforderung als jetzt Café, was wir gerade gesehen haben. Deswegen glaube ich, dass es vielleicht für US Esport ein bisschen mehr in die Karten spielt, dass sie jetzt eine solche Map bespielen können, anstatt eben einer klassischen Top-Down-Map, wie Café sie ist. Ja, wäre auch vor allem wünschenswert. Also ich muss ja sagen, gerade als ne, der sich das hier neutral gibt, und ich glaube, da würde das auch jeder bestätigen. Also ich würde natürlich mich sehr, sehr freuen, wenn Wolves vielleicht zur alter Stärke findet und das Ding diesmal nicht so einfach macht für Toxic Monkeys, weil dann wird das ganze Ding hier wirklich, wirklich spannend. Wir hatten auch übrigens gerade die Frage im Chat nochmal, also nochmal für die alle, die das jetzt noch nicht wissen, falls das hier 1-1 ausgehen sollte, ja, das heißt, Wolves Esports gewinnt die zweite Map, dann würden wir an einem Ausweichtermin stattfindendes nochmal Best of One sehen. Das wäre dann wirklich eine Art Finale um die Meisterschaft. Aber das sind ja alles jetzt so ein bisschen Hirngespinste. Wir müssen ja erstmal darauf warten, wie die Map ausgeht. Und ich meine, wenn Toxic Monkeys das jetzt abschließt, dann ist das Ding ja auch gegessen. Also deswegen, ne, das sind ja alles Hypothesen. Aber sollte das passieren, nochmal für die gefragt haben, gibt es nochmal ein Best of One, aber an einem anderen Tag, da ein Team, ich weiß jetzt gar nicht mehr welches von beiden, darum gebeten hat, danach keine weitere Map mehr zu spielen. Weil man ins Bett muss. Genau, weil man Termin. Ich stelle mir das tatsächlich sehr, sehr interessant vor. Dann gewinnt man vielleicht sogar die fucking deutsche E-Sports-Bundesliga an einer Nacht und dann heißt es so im Chat auch einmal so: Oh, geil, wir haben gewonnen. Leute, ich bin jetzt im Bett, ciao. Da kann man doch eigentlich nicht schlafen, so. Das muss man feiern, weil es ist die DSBL, auch wenn wir jetzt nicht die krasseste oder die coolste oder die prestigereichste Liga sind, sind wir doch eine bekannte Liga, die sich mit teilweise bis zu 250 Teamanmeldungen in einem der größten Bereiche Deutschlands befindet. Das heißt, diese Teams haben sich direkt oder indirekt gegen 200 andere Teams durchgesetzt. Und dort sich der König der DSBL oder eben den ersten Platz der Ultimate League zu erspielen, das ist was, da kann man doch nicht einfach danach schlafen gehen, denke ich mir so. Auf der anderen Seite muss ich persönlich morgen meine Zwischenprüfungen schreiben. Eigentlich sollte ich danach auch schlafen gehen, aber dieses Match hält mich tatsächlich auf den Beinen und ich sag mal, so spät ist es jetzt auch noch. Nee, genau, jetzt gerade geht's ja noch. Können wir auch nochmal hier an den Chat, ne, alle mal viel Erfolg an Fauna natürlich, das ist auch ein wichtiger Punkt, muss man ja sagen, ne, im Leben, dass man da seine Zwischenprüfung macht, aber um zum DSBL-Thema nochmal zu kommen, ganz unabhängig davon, was man von der DSBL an sich hält, oder was man mittlerweile für eine Meinung davon hat, ich will mich da ja im Endeffekt ich will jetzt nicht sagen, es ist total böse, die DSBL nicht zu mögen, so, das ist ja einfach, ne, da soll ja jeder seine subjektive Meinung haben, aber Fakt ist auch, meines Erachtens gibt es keinen besseren Weg, mit Comp in Verbindung zu kommen. Und ich kenne auch fast keinen in Deutschland und ich kenne auch fast keinen, der in Comp in Deutschland spielt, der nicht schon mal DSBL gespielt hat. Also scheint ja, ne, also für alle ist es ja irgendwie so eine Art Anlaufpunkt zumindest. Von daher kann ich dir da nur recht geben. Ich bin ja auch wirklich, ich finde das Projekt super geil. Können wir ja wirklich nochmal sagen, das ganze Team, das dahinter steht, ich meine, das haben vielleicht viele gar nicht im Kopf, was das überhaupt für eine Arbeit bedeutet, gerade auch für dich. Ne? Du hast das ja ins Leben gerufen und dir so viel Arbeit damit auf den Hals gesetzt, sozusagen. Ja, und ich sag mal so, es haben sich natürlich, als wir uns hier an die DSBL rangesetzt haben und gesagt, pass auf, wir wollen die Ultimate League komplett casten. Das ist ja tatsächlich ein Projekt, was mir sehr im Herzen gelegen hat. Ich hatte einen Pilot, die Rookie League C damals, wo wir das Ganze schon mal versucht haben. Dort war es allerdings insgesamt, waren das doch deutlich mehr Spieltage. Ich glaube, das waren 14 Spieltage, A4 Spiele. Das ja, waren da gab's ja 64 noch die Spiele, wo ich irgendwann Nervenzusammenbruch hatte und dann gesagt habe, lasse ich erstmal. Und auch hier haben wir ja natürlich mit der Zeit auch den einen oder anderen Abstrich gemacht, weil es einfach zu zeitaufwendig wurde. Nach der fünften Woche haben wir gesagt, okay, ganz ehrlich, die Statistiken sind richtig, richtig cool, aber der Einzige, der sich an die Statistik setzt, bin ich. Und innerhalb von 5 Wochen war sozusagen die Statistik bei
ich glaube, 90 Stunden Arbeitsaufwand. Das bedeutet, innerhalb von 5 Wochen wären das 2 Wochen normale Arbeitszeit gewesen. So nur mal als Vergleich. Und ich krieg nichts hierfür. Ich krieg kein Geld, keine Vergütung. Das erwarte ich auch alles gar nicht, weil es mir ausreicht, so wunderbaren E-Sport zu sehen. Und dazu kommen eben obendrauf noch die gesamten Spiele. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt müsste ich grob geschätzt bei 300 bis 350 Stunden innerhalb dieser Liga stehen. Aber das ist eine ganz andere Sache. Ich habe hier viel Zeit reingesteckt und freue mich natürlich auch, die meisten Spiele casten zu können. Das hier ist im Übrigen mein... Okay, ich muss einmal kurz den Spicker rausholen. Ja, Spickbuch, das wäre jetzt... Da fängt's an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24. Das ist mein 25. Match innerhalb dieser Liga von 45, die insgesamt gecastet werden sollten. Da gab es natürlich auch Verschiebungen, einige Matches, die wir nicht übernehmen konnten, aus zeittechnischen Gründen. Aber ich habe das Ganze sehr, sehr gern gemacht, weil ich liebe es, diesen E-Sport zu sehen. Ich mag es, die Teams zu verfolgen und zu sehen, wie beispielsweise ein Wolves E-Sport oder ein Toxic Monkeys aufgeblüht ist in der Liga. Wie Team Frack sich immer wieder mit einem 1:1 gegen jedweden Gegner durchgesetzt hat. Keine einzige Niederlage, dafür aber gefühlt 20.000 Unentschieden und halt auch ein paar Siege. Auch wie Teams wie Yako Gaming oder Hardware Lounge bis zum Ende gekämpft haben und nie aufgegeben haben, egal wie krass das gegnerische Team war. Ein Boss Gaming, was mit einem Ara Aktionen gebracht hat, 29 Kills auf einer Map. So, das... Wir haben so geile Situationen gesehen und ich freue mich so unglaublich, ein Teil dieser Liga zu sein, weil man hier auch nochmal sieht, wir sind nicht die größte Stage, wir sind nicht die prestigereichste Liga, wir sind eben eine kleine Liga, die viel für jedermann macht und dass hier auch tatsächlich Teams gezeigt werden, die vielleicht eben nicht G2, Rogue, Liquid oder sonst was heißen, sondern eben die Teams, die hier lokal in Deutschland ansässig sind und sagen, weißt du ja was, ich hab Bock, vielleicht mal einmal die Woche ein Spiel zu spielen und in der Liga auf- oder abzusteigen und deswegen liebe ich die DSBL so, wie sie ist. Mit all ihren Ecken und Kanten. Klar, wir haben überall Probleme manchmal und in vielen Sachen müssen wir tatsächlich selbst schwimmen, aber die gesamte DSBL ist eigentlich rein ehrenamtlich. Und das sind Leute, die für euch da draußen sich den Arsch aufreißen, damit die Ligen laufen, damit ihr Spaß habt, damit Matches gecastet werden und wir eine Community gemeinsam aufbauen können. Und ich finde, das ist eine großartige Organisation. Und für jeden von euch, der sich sagt, pass auf, ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe Bock zu spielen, meldet euch doch einfach bei der DSBL an. Und für die Ultimate League haben wir es inzwischen sogar geschafft, einen 850-Euro Sponsoring für die kommende Season zu bekommen. Das bedeutet, die Ultimate League bekommt inzwischen sogar Preise. Und das sind alles so wunderbare Effekte, die wir beobachten können. Und wo ich sage, ich bin froh, ein Teil davon gewesen zu sein und ein Teil in Zukunft zu sein. Und freue mich über jeden unbelatteten Zaun, der angenagelt kommt. Also, ja, stay tuned. Die kommende Season, die startet, glaube ich, in 1,5 Monaten ungefähr. So sieht's aus. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch einfach ein Lernprozess, ne? Also auch für uns. Ich meine, wir haben ja im Endeffekt, ja, du hast ja recht, also wir hatten ja schon dieses Pilotprojekt, beziehungsweise du hattest es und ich bin dann ja auch irgendwann glücklicherweise ein Teil davon geworden. Das hat mich ja auch sehr gefreut. Das war ja auch ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel hier definitiv Bock drauf hatte. Und ich bin auch froh, ein Teil davon zu sein. Da kann ich mich dir nur anschließen. Aber es ist ja ein Lernprozess so. Und ich glaube, dass das ein Anstoß für hoffentlich eine lange Zeit wird, wo man mit solchen Projekten einfach die Community und vielleicht auch die DSBL so ein bisschen näher aneinander bringen kann. Das ist ja einfach immer schwierig, wenn man nur so ein... Ja, im Endeffekt für viele Leute ist es ja vielleicht sogar nur eine Art Internetseite, ne? Also einfach so plump gesagt die Internetseite, über die ich halt spiele. Aber es ist halt ein bisschen mehr als das und vielleicht ist es auch schön, wenn man das euch näher bringen kann, euch allen. Und wenn da mehr Leute Bock haben, halt, wie vorhin schon sagt, vielleicht habt ihr Bock einfach mal, auch just for fun ist ja total egal, einfach mal ein bisschen kommen zu zocken und nochmal da der Advice natürlich an die Anmeldung, falls ihr Bock habt, ne? Spielt einfach mit, es kostet nichts, außer vielleicht ein bisschen Zeit, die ihr vielleicht sonst in Ranked stecken würdet oder sowas. Ja, macht's einfach, wenn es euch Bock macht, dann ist es cool und ja, da kann ich mich nur anschließen. Also auch wirklich
nochmal Grüße an alle, die da halt hinterstehen. Ne? Man muss ja auch sagen, so Moderatoren sind immer da und alles. Ne? Wir können ja einfach mal so ein paar Namen nennen. Die werden 90% der Leute, die hier sind, sowieso nichts sagen. Aber wen es unbedingt zu danken gilt, sind insbesondere Kani, Nigels, Sebi, Seno, Enyo, Uzi, Oro, natürlich Gebrüder Games, der hier auch einiges an seiner Zeit mit reingesteckt hat. Ja, und allen voran natürlich auch Koro, der sich sogar inzwischen zu einem unserer besten Caster mitentwickelt hat. Und, oh, das ist süß. Ja, Dankeschön. Einer der Best Prospects, und mit den Leuten zusammen schaffen wir es jetzt auch für die kommenden Seasons. Schaffen wir dieses Projekt weiterzuführen. Wobei ich quasi auch schon am Anfang gesagt hatte, boah, es ist eine Menge Arbeit, ich stecke da viel Zeit rein, ich weiß nicht, ob ich das nochmal eine zweite Season durchhalte, aber mit dem gesamten Rückhalt, den wir hier in dieser Liga bisher bekommen haben, ist es auf jeden Fall was, wo ich sage, ganz ehrlich, auch wenn ich vielleicht zwischenzeitlich mal 3 Wochen in Urlaub bin, ich werde mein Bestes tun, um hier auch weiter mitzumachen, weil das ist es wert. Und jeder Zuschauer, auch wenn wir teilweise, am Anfang waren wir knapp fast jeden meiner Cast fast 100 Zuschauer, was unfassbar ist. Meine 100 Leute, stellt euch das mal vor, das sind 5 Schulklassen. Ich dachte gerade, du zeigst deine Finger, das sind so viele. So viele. Nein, aber das ist eine Masse. Und ja, genau, deswegen, also ich finde das super schön. Und da können wir auch nochmal Hashtag Caster loben, auch nochmal für Fauna hier raushauen. Weil ganz ehrlich, ohne dich wäre das ja überhaupt nicht hier... wäre das nicht möglich gewesen und hätte auch nicht stattgefunden. Deswegen, ich bin auch wirklich froh, ein Teil davon zu sein. Und ganz ehrlich, ich habe richtig Bock, das auch weiterhin zu machen. Deswegen ist und das zwar jetzt sozusagen das wichtigste Spiel der Liga. Ja, nee, aber Duocast auch, aber ist das jetzt praktisch das wichtigste Spiel dieser Season? Aber auch nur vielleicht der Beginn von viel, viel mehr Casts, die noch in Zukunft auf uns warten. Deswegen, ja. Deswegen schaltet ein, es lohnt sich. Und klar, wir hatten zwischenzeitlich auch immer mal wieder Durchhänger, gerade wenn parallel sowas wie G2 läuft oder so, wo man sagt, okay, eigentlich ein spannendes Spiel, aber wir haben vielleicht auch nur 30, 40 Zuschauer. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt und euch auch nicht zu sehr dafür schämt, holt doch einfach mal eure Freunde ran an solche Streams und zeigt denen, schenkt uns ein bisschen Liebe und zeigt uns, dass das, was wir machen, auch irgendwie cool ist. Wir freuen uns über tatsächlich jeden einzelnen Kommentar, der uns in irgendeiner Form bestärkt, Also tatsächlich muss ich aus Erfahrung sagen, wenn man hier Caster ist und viel Zeit da reinsteckt, es kommt manchmal weniger zurück, als man sich wünschen würde. Ich persönlich habe, glaube ich, innerhalb der gesamten Season von 3 unabhängigen Stellen tatsächlich Feedback bekommen. Und für jeden einzelnen Kommentar, wo steht, boah, Caster loben, boah, das, was du machst, ist cool, mach das weiter, wir stehen hinter dir. Für jeden einzelnen Kommentar freuen wir uns ein Loch im Bauch. Weil wir persönlich sind natürlich auch nur irgendwelche momentan Auszubildenden, die in komischsten Lebenssituationen hier was mit auf die Beine stellen. Und deswegen, deswegen kann man hier sagen, wir sind auch nur normale Menschen und freuen uns über jedes Lob, was wir bekommen. Und deswegen ist es umso geiler, wenn dann, ich drop einfach mal einen Namen, wenn eine Poker-Lydia in privat schreibt, ey, ganz ehrlich, wir haben uns so gefreut, dass ihr das gemacht habt. Und das ist halt wirklich nicht einfach. Und solche Sachen, ganz ehrlich, da geht uns das Herz auf. Da haben wir so schöne Situationen eigentlich auch erlebt. Und das gibt einem alles wieder zurück. Das ist so dieses klassische Elternding, weißt du? Es ist so viel Scheiße, was das Kind macht. Aber wenn es einmal lächelt, dann geht die Sonne auf. Nee, das stimmt schon. So, jetzt ist natürlich nochmal ganz kurz ein Bein fürs Spiel jetzt zu schlagen. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ein Wort zu sagen sollen. Also es gibt zumindest gerade ein paar technische Probleme, die vielleicht hoffentlich bald gefixt werden. Ich habe den Chat ein bisschen verfolgt. Du, glaube ich, nicht. Nein, offensichtlich nicht. Problem ist, einer von Toxic Monkeys kann gerade im Moment nicht joinen. Der hat Ubisoft Connection Probleme. Die kennen wir ja auch schon alle. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal gucken, was wir da machen. Ich bin schon dabei, das Regelwerk zu öffnen. Ich meine, eine Pause ist ja insofern schon ein bisschen begrenzt. Die Frage ist natürlich, ob man da so ein, als Wolf so ein bisschen
ja, Gnade walten lässt in dem Fall. Aber ja, gut, die Frage ist jetzt, wie lange wir noch warten müssen. Aber gut, wir hatten ja ein schönes Gespräch. Ich hoffe, das freut oder hat vielleicht auch ein paar Herzen erwärmt. Ja. Und ich kann mich da grundsätzlich nur anschließen. Also falls ihr auch, ganz ehrlich, selbst Kritik ist immer besser als einfach, also klar gibt es auch die stehenden Zuschauer und man ist ja froh über jeden, der zuguckt, das ist ja auch Fakt. Aber falls ihr irgendwas habt, irgendein Anliegen, der in Bezug auf Cast ist, einfach gerne raushauen. Es ist immer cool, wenn man irgendwas hört, was man besser machen kann, was einem gefallen hat, vielleicht irgendwie sowas, haut's gerne raus, ne? Damit das ja klar ist. Also ganz ehrlich, Kritik auch immer willkommen. Natürlich konstruktiv bitte, ne? Also, aber ja, das sollte ja insofern sowieso klar sein. So, ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch einen Auswechselspieler haben oder wollen. Nee, also die aktuelle Lage ist tatsächlich, dass Toxic Monkeys keinen Auswechselspieler hat. Der eine Spieler scheint irreparabel kaputt zu sein. Okay, das klang jetzt falsch. Und ich werde gerade von mehreren Seiten gefragt, wie das Ganze aussieht. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich müsste jetzt tatsächlich im Nägelwerk nachlesen. Ich kann normalerweise dürfen, darf eine Verzögerung nicht länger als 30 Minuten betragen. Und da scheint es eben ein Game Crash der Grund gewesen zu sein. Und da gibt es auf einer Seite wohl ziemlich, ziemlich große Probleme. Was natürlich schwierig ist. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen zynisch, wenn ich da lese. Ich habe jetzt gerade nicht reingeguckt. Ja, aber es sieht wohl so aus, dass entweder auf den letzten Spieler gewartet wird oder Wolves den Freeman für beide Maps bekommt. Ja gut, ich glaube, das sollte nicht ernst gemeint sein, weil dann sollte man als Toxic Monkeys halt wenigstens zu viert antreten. Ich meine, mehr als ein Unentschieden kommt da ja heute eh nicht raus, aus deren Sicht. Insofern, und zu viert anzutreten, ist ja vollkommen legitim. Aber es ist natürlich schade drum, ne, dass halt sowas wieder mal, also wir hatten das jetzt im Laufe der Season öfter, ich kann da nur an meinen einen Cast erinnern, wo einfach ein Serverwartungsarbeit unangekündigt reingekloppt wurde, da durfte man auch die zweite Map irgendwo nachholen. Und ja, es gab mehrere Probleme technischerseits, auch die Soundbugs, ne? Das hatten wir eben schon. Ich muss jetzt nicht übel Kritik an Ubisoft da raushauen, aber es ist schon bezeichnend, dass das viele unserer Casts auch so ein bisschen mit beeinflusst. Ist schon sehr, sehr schade. Naja gut, ich würde sagen, ich hoffe, dass Toxic Monkeys da jetzt nicht einfach aufgibt. Das wäre natürlich unfassbar schade, vor allem gerade in dem. Gerade nachdem sie die erste Map so dominant holen konnten. Ich glaube, es wäre auch für Wolves eSport vielleicht ein falscher Schritt, hier den ersten Platz zu gewinnen durch einen Freewin gegen den einzigen wirklichen. Also, es klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber den einzigen wirklichen Gegner. Übrigens gibt es im Regelwerk eigentlich sowieso so ein, also die Pause ist so ein bisschen schwierig definiert, sagen wir es mal so. Also man redet eigentlich von 5 Minuten. Gut, die überziehen wir ja sowieso schon während der Cast, aber ja, es ist natürlich schon auch, ich kann auch Wolves da verstehen, man ist halt in diesem Hype drin, ne, und man spielt halt eigentlich ums Überleben, jetzt ganz übertrieben gesagt, und dann kann einfach ein Gegner nicht joinen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr unglückliche Situation. Also ich kann da auch beide Seiten verstehen. Jetzt müssen wir halt einfach gucken, was wir draus machen. Ja, vielleicht, ja genau. Ich kann ja mal, währenddessen du die Zuschauer ein bisschen besparst, kann ich ja da mal beiwohnen. Ja, ich würde dem Situation tatsächlich im Normalfall auch ganz gerne beiwohnen, weil ich bin tatsächlich mit der aktuellen Situation also ich hab die Teams jetzt einmal auf unser wunderbares TS-Support-System verwiesen. Da auf unserem Teamspeak sitzen garantiert noch der ein oder andere R6S-Admin. Allein auch wegen bei so großen Spielen und so großen Casts ist es üblich, dass da der Teamspeak wohl gefüllt ist mit Admins. Und dann klären die das tatsächlich mit einem zuständigen Admin. Ich persönlich bin zwar auch ein Admin, aber ich bin eben reiner Caster-Admin. Das heißt, ich habe alles, was meine Kompetenz betrifft, ist so dieses ganze Casten und wer castet was.
Das ist meine Aufgabe. So. Und die Rainbow Six Admins kümmern sich dann halt um solche Spielbereiche, wo ich persönlich jetzt aus dem Stegreif nicht wüsste, was genau Phase ist. Und ich weiß auch nicht, ob ein Toxic Monkeys Kommentare ernst meint, wie, naja gut, dann geben wir euch halt den Pre-Win. Sind halt sehr, sehr zynische Kommentare, die hier teilweise momentan geschrieben wurden, die ich nicht für voll nehme und ich es auch nicht für richtig empfinde, sozusagen, wenn das eine Team jetzt sagt, pass auf, dann geben wir euch jetzt den Free-Win. Das will, glaube ich, auch keiner der Zuschauer hier zum jetzigen Zeitpunkt sehen. Wir wollen hier eigentlich ein faires Finale. Wir wollen es komplett ausgespielt sehen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich gerade wirklich irgendwas an der Situation falsch gemacht habe. Ich möchte hier nur noch mal betonen, ich bin nur Cast-Admin und das soll bitte von einem R6S-Admin geregelt werden. Denn innerhalb unserer Struktur der DSBL haben wir tatsächlich verschiedene Bereiche. Dort gehört eben beispielsweise unser Development-Bereich, Management. Dann haben wir eben die einzelnen Spielebereiche, sprich COD, Rainbow Six, dann auch auf den unterschiedlichen Plattformen, PC, PS4, Xbox. Die Leute, die in der Materie sind, kennen das sozusagen. Und darunter ist eben auch der Bereich Caster. Und Caster kümmert sich halt nur um Caster-Sachen. Da möchte jemand Caster werden, kümmert sich ein Caster-Admin drum. Da möchte jemand externes ein Spiel der DSBL casten, kümmert sich ein Caster-Admin drum. Da fragt jemand, ob ein Spiel übernommen werden kann und gecastet werden kann, kümmert sich ein Caster-Admin drum. Das sind eben die Sachen, die einen Caster-Admin betreffen und sind damit auch spielübergreifend tätig. Das bedeutet, ich persönlich war zwar eine Zeit lang R6S-Admin, habe mich davon allerdings entfernt, weil eben mein Fokus insgesamt eher auf dem Casten liegt und die aktuellen Neuerungen und einige Sachen vergisst man so auch mit der Zeit. Muss ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, so wie sich das Ganze darstellt, möchte ich darüber gar keine Entscheidung treffen. Und das ist auch nicht meine Aufgabe, denn das machen die R6S-PC-Admins, weil die müssen sich genau um diese Liga, um diese Probleme kümmern. Und das ist sozusagen, wie das Ganze aufgebaut ist, deswegen kann ich jetzt nicht pauschal sagen, okay, dann kriegt ihr den Free-Win und ich bin jetzt weg, weil die Sachen, die ich sage und die Entscheidungen, die ich hier treffe oder die Sachen, die dort im Chat kommentiert werden, können natürlich hier von den Spielern falsch aufgefasst werden. Denn solche Sachen wie hier darüber zu entscheiden, ob ein Team das Match gewinnt oder verliert, das liegt nicht in meinem Machtbereich, weil es nichts mit dem Cast zu tun hat. Klar, das Spiel wird gecastet, aber es entscheidet ja auch über den Ausgang der aktuellen Liga. Und dementsprechend muss man sagen, muss sich darum ein R6S-PC-Admin drum kümmern, weil es sein Kompetenzbereich ist und weil er die Möglichkeiten und Tools hat, dann auch in diese Spiele einzugreifen und bindende Zusagen zu treffen. Das kann ich eben nicht. Und deswegen ist gerade alles ein bisschen schwierig und dort war der Chat jetzt alles in allem ein wenig überladen. Der gute Koro ist derweil wahrscheinlich auf dem Teamspeak, wohnt der Konversation zwischen Toxic Monkeys und Wolves bei. Wie gesagt, es ist eine unglückliche Situation und natürlich trifft es auch einen der besten Fragger, der Season, der momentan eben Bluescreen, kompletten Crash hatte und nicht weiß, wie er zurückkommen soll, nämlich den guten Pirate, der lange Zeit eben die Statistiken angeführt hat, solange sie geführt wurden. Übrigens, in der kommenden Season wird es wahrscheinlich auch wieder Statistiken geben für alle, die dies interessiert. Die werden dann allerdings nicht primär von einem einzigen Caster, der da viel zu viel Zeit reinsteckt, geführt, sondern eben von einer gesamten Gruppe. Und ich sehe gerade, der gute Pirate 2K hat irgendwie sein Spiel zum Lauf gebracht und jetzt sind da gerade zwei Teams sind jetzt vollständig. Ich warte mal tatsächlich auf Koro, bevor hier irgendwas passiert oder geklärt wird. Und schau da erstmal. Denn ich kann natürlich jetzt auch nicht einfach so mittendrin auf Zurufer einzelner starten, denn inzwischen sind jetzt die Teams vollständig. Ein Team hat jetzt ready geschrieben, aber natürlich mit allem, was gerade zwischendurch passiert sind, kann ich jetzt nicht einfach Start drücken. So, weil die anderen vor 10 Stunden. Also folgendermaßen, es scheint jetzt funktioniert zu haben, wir mussten ein bisschen diskutieren, scheinbar ist jetzt auf seinem Main da, ich kriege jetzt aber gleich erst die Rückmeldung, ich sag dir Bescheid. Gleich erst die Rückmeldung, Jay Parrot ist da.
Ja, das habe ich gesehen, aber ja. Ja, ich sag dir gleich Bescheid. Was passiert jetzt? Was ist die Phase, Koro? Verrat's uns, verrat es den Zuschauern. Ich muss den gerade zuhören. Warte, ich erkläre euch gleich, was Phase ist. Es ist spannend. Beide Teams schreiben ready. So, starten können wir. Und ich okay, wunderbar. Alles. Dann starten wir endlich in dieses viel zu lange aufgeschobene zweite Map. Und wir sehen jetzt tatsächlich Oregon als Map. Jetzt hört ihr auch noch unsere lieblichen Stimmen. Also, was war jetzt Phase? Was ist in den Gesprächen passiert, was du uns mitteilen darfst? Was ich euch mitteilen darf? Ja, folgendermaßen. Der hatte auch schon gestern scheinbar Connection-Probleme. Das heißt, er joint im Spiel und kann im Endeffekt nichts machen. Also da steht dann immer Ubisoft Connection Error oder sowas. Also scheinbar kann er nicht joinen. Und er hat es jetzt auch auf einem, also verschiedenen Accounts sozusagen versucht, sich anzumelden, ob das jetzt an seinem Internet lag oder nicht, um das rauszufinden. War es aber nicht. Und schlussendlich konnte er jetzt joinen. Das ist das, was ich sozusagen sagen kann, darf, wie auch immer. Und Fakt ist auf jeden Fall, wir sehen jetzt ein Spiel 5 gegen 5, was, ja, glaube ich, das auch Ziel allen war, lieber ist sozusagen. Ja. Und dementsprechend werden wir auch innerhalb dieser Map erfahren, ob das Ganze auf einen weiteren Tag hinausläuft, den wir sehen werden, oder ob Toxic Monkeys sich tatsächlich den Titel der Ultimate League 15 unter den Nagel reißen kann. Was ich interessant finde, wir sehen ziemlich ähnliche Bans zur vorigen Map. Der einzige Unterschied ist eben, dass Kaid anstatt Mira rausgenommen wird. Und ich glaube, zu Floris und Thatcher als Gadget Deny und Velk als Intel Operator. Da lässt sich, muss man nicht großartig viel zu sagen. Kaid ist eben dann Breach Support. Nee, Breach Denial. Yes. Kaid ist Breach Deny, genau. Ja, gut, Kaid hat natürlich gerade auf der Map ein bisschen mehr Impact, würde ich sagen, weil es gerade, wenn wir jetzt von unten ausgehen, einfach einen wichtigen Hedge gibt. Ja, und damit fängt es ja schon an. Den kann man Kaiden. Und ich würde auch sagen, dass Kaid vielleicht, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, der Main Breach geht sowieso oben in Laundry immer auf, aber vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt keine Bandit Charges auf dem Boden hat. Was ich persönlich sehr, sehr interessant finde, es wurde sich für Thatcher und Floris als Bans entschieden. Das sind halt auch wichtige Operator, gerade wenn man sowas bespielt wie im Basement. Den Elbow muss man Floris rausnehmen und auch Thatcher ist halt viel zu mächtig, als dass man ihn drin lässt. Wer dadurch allerdings offen bleibt, ist Maverick. Maverick ist ein Operator, der auf dieser Map insbesondere in der Attic Area und auch unten einen enormen Impact aufs Spiel haben kann. Und den kann man eben, weil nicht genug Bans vorhanden sind, muss man sich da irgendwo ein Bein stellen. Einen Operator muss man quasi drin lassen, der einem dort wirklich gefährlich werden kann in jeder Hinsicht, was die Defense angeht. Da finde ich einfach interessant, dass man sich dann entscheidet, okay, dann nehmen wir den Maverick nicht raus, sondern lassen ihn drin und gut, auf der anderen Seite, Toxic Monkeys spielt ihn nicht an zum jetzigen Zeitpunkt. Ich bin sowieso mal gespannt, ob sich das noch ein bisschen ändern wird. Mein Guess ist ja, dass wir irgendwann auch einen dritten Bann auf jeder Seite sehen. Oder vielleicht auch einen vierten, weil die Operator, die zur Auswahl stehen, halt immer mehr werden und auch die Möglichkeiten dadurch. Und man da irgendwie weit keine Möglichkeiten mehr hat, alles zu denialen. Auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, kommt ja jetzt ein vierter Bann mit rein und du sagst, okay, ich nehme Jäger und Vamai raus. Kann das sehr, sehr brutal werden. Yoshi macht den Opening Frag und da ist übrigens die Sache, die wir für die Leute, die sich noch erinnern, an die Jahrzehnte, als noch die erste Map gespielt wurde. Dort haben wir uns ja gewundert. Da hatte Gibby nämlich den Jacket gespielt, aber Yoshi scheint das Ganze auch weiterhin auf Oregon derjenige zu sein, der den Jackal innehat.
Also, ja, witzigerweise habe ich das aber auch bei, also bei uns im Team kann ich ja nur als Beispiel nennen, das ist auch sehr Map-abhängig, was wer spielt. Einfach, ich weiß nicht warum, aber das ist so ein, wie so ein, ja, zu Hause fühlen oder so, weißt du, so ein, ja, dass man halt so ein Preference hat, auf irgendeiner Map in die Map zu spielen. Von daher, ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Man sieht eben auch, gerade in altmodischer aufgestellten Teams, dass das dort eben ein Main Operator ist und nicht ein Main Operator per Map, sondern ein Main Operator im Generellen. Das war bei mir beispielsweise für das Smoke. Ja, dich inne auf jeder Map, überall, immer. So. Und ja. Das sieht man hier eben tatsächlich auf solch einer Ebene, gerade auch bei moderneren Teams, seltener. Deutlich seltener. Ja, da sind auch die Rollen so ein bisschen verschwimmt natürlich auch, ne, muss man sagen. Aber ja, also ich meine, da soll jedes Team spielen, wie es ihnen beliebt. Und es scheint ja zu funktionieren. Wobei man sagen muss, auch jetzt hier wieder 30 Sekunden noch auf der Uhr. Und so nah ist man noch nicht, dem Plant. Fauna, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin gerade sehr, sehr interessiert dabei, das Ganze zu beobachten. Ich wollte euch nur nicht unterbrechen. Aber die Pressure kommt jetzt von allen Seiten, mehr oder weniger. Man geht hier durch den Smoke durch und das ist unglaublich, was Slash da wieder abliefert. Holt sich den Double Kill, holt sich den Single Kill. Jay Pirate ist der Letzte, der noch von Toxic Monkeys auf den Beinen ist. Und Wolves holen sich die erste Runde nach einem sehr chaotischen 20-Second-Meter-Push. Und ich war gerade wirklich einfach gebannt am Zugucken, weil ich gerade verarbeiten musste, was da eigentlich passiert, weil du so schön im Talkflow warst. So. Achso, alles gut, alles gut. Nee, einfach paralysiert. Ja, man muss sagen, Wolves finde ich gute Defense, sehr stabil. Du hast ja gesehen, die waren ja so bei 40 Sekunden roundabout, waren die noch also wirklich relativ weit weg davon, wirklich in eine Plant-Situation zu kommen. Das wurde dann zwar irgendwann, ne, so ein bisschen geschafft, aber ja, also hast ja gesehen, unter welchem Druck. Aber es hat auf der anderen Seite finde ich auch, ich glaube, der absolute Keyfrag, den wir hier gesehen haben, wurde durch Slash gemacht. Und das halt ja, durch Freezer. Ein absolutes Off-Meter-Standing. Denn wenn man weggesmoked ist, wer stellt sich dann close an den Schrank? Ja, eigentlich. Nur Slash. Ja. Nur Slash. Nur Slash kommt ja damit durch. Und davon, das macht einer von einer Million und deswegen guckt Yoshi eben auch nicht in die Richtung, kassiert das Brett. Und gerade der Aufbau mit zwei Mann über Freezer hätte da Wolves echt einen Kreuz durch die Rechnung machen können. Und letzten Endes hat er, glaube ich, damit die Runde auf jeden Fall zum Positiven für Wolves beeinflusst. Es war am Ende auch nur eine 2 gegen 1 Situation. Das hätte ganz, ganz gehörig in eine andere Richtung gehen können. Aber wie gesagt, was passiert ist, ist passiert. Man kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Und da hat eben auf jeden Fall der gute Slash seinem Namen alle Ehre gemacht. Ja, ist richtig. Ja, du hast schon recht. Also ich finde es zumindest schon mal gut, dass es jetzt erstmal eine Runde für Wolves ist. Allein das kann man ja schon mal positiv anmerken, dass die jetzt gerade in Führung sind. Aber auch wieder so eine Runde wie der Anfang von Café. Das war ja eine sehr, sehr spannende Sache. Und jetzt gerade sehen wir übrigens eine Sache, die man von Toxic Monkeys immer und ständig sieht. Nämlich, du kannst gegen sie nicht auf Laundry Roam. Das haben sie so häufig gemacht. Das haben sie in zahllosen Spielen bereits bewiesen und unter uns allen gezeigt, wenn jemand auf dem Far Roam nach unten nach Laundry abbiegt, kommt von allen Seiten die Gegner und meistens schaffen sie es nicht, einen einzigen davon rauszunehmen. Das kannst du gegen Toxic Monkeys nicht machen. Ja, und auch wirklich stark, wenn man sich das anguckt, dass einer praktisch, oder es war ein Sandwich. Also im Endeffekt hat es der... Es waren drei, die auf einmal aus allen Richtungen kamen. Es waren sogar drei. Also du hast im Endeffekt als Defender da keine Möglichkeit mehr rauszukommen. Wie du schon sagst, vielleicht kann man noch einen Frag Lucky ziehen, aber auch das wurde hier nicht getan. Also, ja. Ja, man kann generell zu dem, was sie da machen, sagen, sie schaffen es perfekt, einen Defender zu isolieren, zu finden und darauf aufbauend eben einen Opening Frag zu finden. Klar, das kostet ein bisschen Zeit, aber du hast eigentlich fast immer einen flawless Opening Frag. Ja. Und das ist eben einfach gut gemacht, weil sie stellen sich dann mit drei Mann so hin, haben eine Drohne, die da steht, die sagen dir, okay, er guckt zu dem und dem Spieler und dann pieken zwei andere. Und Yoshi holt sich hier übrigens den Double Kill ab, nimmt nochmal Reis raus, oben kollabiert die gesamte Defense von Wolves. Und jetzt muss man schauen, dass die hier irgendwie noch einen Fuß in die Tür bekommen. Slash, derweil auf Matic komplett rausgeflasht,
steht da auch ein bisschen böse und versucht hier jetzt noch irgendwie durchzukommen. Er gibt die Shots, allerdings gegen Jay Pirate kann das nicht funktionieren. Yoshi nimmt auch noch Senpai's Game raus. Jetzt ist die Afterplan-Situation und die 5 gegen 1-Situation am Start. Und dort bleibt eigentlich nicht besonders viel übrig. Er müsste eigentlich aus allen Richtungen rausgenommen werden. Und Poker Lily ist es dann, der ihm den Gnadenstoß gibt. Und Toxic Monkeys holt sich auf Spot Nummer 2, Runde Nummer 1. Und vor allem flawless. Also ich meine, das ist ja schon aussagekräftig genug, würde ich sagen. Also es hat echt, ja, ich weiß jetzt nicht, woran das jetzt lag, dass das so viel besser gelaufen ist. Vielleicht, weil man sich auf dem Spot ein bisschen wohler fühlt, das kann ja gut sein. Aber wir haben halt auch gesehen, dass im Endeffekt, was Toxic Monkeys in dem Fall wirklich stark gemacht hat, ist dem Gegner überhaupt gar keinen Raum zu lassen, selbst Onspot nicht. Das heißt, der bewegt sich einmal irgendwo anders hin und wird direkt abgeaimt. Sei es von einem Kids-Window, wo einer hängt, oder einem Games-Window, wo einer hängt, oder halt im Trophy. Ja, so, mein Tipp auf jeden Fall für Wolves eSport, lass die Roma sein. Um Gottes Willen, spielt mit Petro, lass die Roma sein. Das macht nicht glücklich, Roma gegen Toxic Monkeys zu sein. Insbesondere, wenn du irgendwann abbiegst in Richtung Keller, dann ist eigentlich schon Land unter. Weißt du, da muss ich tatsächlich an ein Zitat aus dem Herrn der Ringe denken, so. Da geht es um den Fangottwald und da sagt, ich glaube Aragorn oder wer auch immer das ist, welch Wahnsinn trieb sie da hinein? Und genauso ist es mit dem Keller und Toxic Monkeys. Welch Wahnsinn treibt ein Roma in den Keller, wenn er gegen Toxic Monkeys spielt? Es ist unglaublich. Aber den Fehler sollte man jetzt nicht nochmal machen. Nee, ich denke aber, also das muss man zumindest Wolves lassen. Ich finde, die haben sehr, sehr viel, so ein Spielstil, der sich sehr auf den Gegner einstellt. Also man sieht ja jetzt auch schon wieder, genau, also auch in Café haben sie es zumindest oftmals versucht, ob das jetzt dann so gut funktioniert hat, ist immer die andere Runden Frage. Zweimal haben sie einen Spot auf dem zweiten Versuch gewonnen. Also das scheint auf jeden Fall für sie eine Möglichkeit zu sein und sie schauen da genau zu gucken, wo sind die Entries, wo kommt der Gegner, was passiert da genau, bevor sie sagen, okay, wir repicken Spot. Und sie haben dann eben auch einen Konterplan. Und das ist, wie du gesagt hast, das ist wirklich eine große Stärke, die Wolves hat. Auf der anderen Seite fehlt mir eben genau diese Adaptivität, wenn es in die Attack geht. Ja, genau, das war ein Café wirklich nicht der Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Man muss auch sagen, dass vielleicht der Fixpunkt Spot da natürlich eine Aussagekraft hat, weil ein Attack ist immer ein bisschen offener, das ist ja auch das, was viele Leute mögen, aber vielleicht, wenn man als Team adaptiv spielen will, ist es schon ein bisschen schwierig, wenn man halt nicht einen Spot als so einen Fixpunkt hat, worum man dann sein Spiel aufbaut. Und hier also, muss man wieder sagen, man hat wieder eine Isolation geschaffen. Und es ist Reis, der sich da durchsetzt gegen die Pokerlinie. Und aus dieser, aus der in die Ecke getriebenen Position heraus den Frag findet. Allerdings läuft danach ins Crossfire und Pirate ist es, der ihm da den Hals umdreht. Aber er hat zumindest einen Frag ziehen können. Er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit rausholen können. Die Möglichkeit war auf jeden Fall da. Und da hat man perfekt Classic rausgebaitet. Und Yoshi saved auch da Pirate so ein bisschen den Nacken. Aber wirklich gut rausgebaitet. Also das, das war schon wieder sehr, sehr stark gemacht. Da hat die Absprache auf jeden Fall gestimmt. Und so kann man dann natürlich auch einen wichtigen Verteidiger rausnehmen, der dann eben auf dem Spot vielleicht auch fehlt in den letzten paar Sekunden. Und das ist ja genau das, was Toxic Monkeys möchten. Die wollen in den letzten Sekunden da was machen. Und ja, Standard da ist das Plan-Spot Preplace C4 wurde gerade eben rausgenommen durch Yoshi. Das ist natürlich auch eine Sache, so ein Preplace C4 anzubringen, kann natürlich im Late Game einen absoluten Überraschungsmoment mitbringen. Auf der anderen Seite, bei Teams, die halbwegs gute Drone-Work haben, die werden dieses C4 jedes Mal finden und dann entweder dort nicht planten oder es zerschießen. Ja gut, aber das muss man natürlich auch erstmal schaffen. Also Drone-Work auf beiden Seiten, muss ich sagen, wirklich Slash aktiv geworden gegen Fallen. Der Diffuser fängt an, down zu gehen und es ist nur noch der Mute da und der... Er holt sich den Kill. Und mit Sekunden, ja Millisekunden fast, auf der Uhr entscheidet sich das gerade nochmal so für Toxic Monkeys, die jetzt die zweite Runde in Folge auf Kills holen. Ich denke, wir werden Laundry im Folgenden sehen. Laundry wurde bereits gewonnen.
Ja, Laundry wird es auch werden. Aber das hier war gerade wieder eine Runde, die auf Messers Schneide balanciert wurde. Und wie so häufig hat sich das Schicksal diesmal für Toxic Monkeys entschieden. Ja. Aber auch Ja, vor allem, eine. man hat ja auch gesehen, wo der hingeschossen hat. Hast du das gesehen? Das war ja eine. Oh, die Taube hat mich gerade verwirrt. Das war ja in den Smoke reingeschossen. Also den Hit, den musste ja auch so gesehen erstmal treffen. Also war schon wieder mal eine sehr, sehr spannende Runde. Aber endlich, muss ich sagen, endlich wieder solche Runden. Gerade zum Ende hin im Café wurde mir das wirklich zu eindeutig. Und das sind eigentlich die Runden, die wir ja sehen wollen. Also wirklich sehr, sehr enge Runden. Und da kann eigentlich bis zu der letzten Sekunde kann keiner sagen, wer da gewinnt. Ja, Und man das muss ist auch ja sagen, geil. das war gerade wieder absolut 20 Second Meter und innerhalb der letzten Ja. Sekunden ist halt Toxic Monkeys Gunfight technisch, haben sie Wolves auseinandergenommen. Es war da eine 3 gegen 1 Situation und hätte Scars da den Kill geholt und die Runde gewonnen, wäre das, glaube ich, auch ja, mehr Glück als Verstand gewesen. Ja, das auch, klar, aber man muss auch sagen, das war ja zumindest auch auf der ersten Map oftmals so, dass das halt einer war, der vielleicht auch lucky, aber einer hat es halt dann entschieden. Und das hätte in dem Fall auch Scars gut sein können. Ich meine, wenn er nicht getroffen wird, ist die Runde halt bei Wolves. Ob das jetzt gerecht ist oder nicht, ist in dem Fall egal. Das ist einfach Ergebnispolitik. Und das hätte fast dazu geführt, dass Wolves sich die Runde geholt hat. Also wirklich ein spannendes Ding. Jetzt wird das Ganze spannend, denn ich denke, der Jäger hat hier die komplett falsche Richtung auf dem Schirm. Er entscheidet sich jetzt weiserweise, sich da aus dem Tower Stairs-Bereich zurückzuziehen. Weil wenn da Yoshi mit seinem geliebten Jekyll ankommt und Leute pinkt noch und nöcher, dann möchte man da jetzt auch nicht unbedingt stehen. Nee, auch richtig wegzurotieren in dem Fall. Definitiv, gar keine Frage. Aber der steht jetzt auch 7-1. Der macht hier auf jeden Fall wieder ordentlich Kills und das konnte auch schon während der gesamten Season unter Beweis stellen. Wer quasi ein bisschen den Erwartungen hinterherhängt, sind in diesem Fall auf der einen Seite Ryze und auf der anderen Seite Pyrate. Von denen hätte ich mir zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr erhofft, als das, was sie bisher zeigen konnten. Weil das sind wirklich eigentlich herausragende Fragger und sie zeigen ihr Potenzial zum jetzigen Zeitpunkt nicht so. Darüber haben wir auch schon auf der ersten Map geredet, dass das vielleicht auch was Ja. damit zu tun hat, dass insgesamt die Teams hier ein sehr, sehr starkes Standing haben. Aber das bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Wir sehen diesmal tatsächlich Slash, der sich unten hinhaut. Und ich glaube, man wird jetzt allerdings nicht ein zweites Mal mit einem Closen Standing am Schrank durchkommen. Und das war aber auch nochmal eine Nate, die kam irgendwo aus der Hölle geflogen und hat hier Slash um ein paar Lebenspunkte erleichtert. Ja, aber wie du schon sagst, also da hat man natürlich die Position ganz klar auf dem Schirm und macht praktisch proaktiv was dagegen, dass da überhaupt jemand stehen kann, indem man da Nades reinpfeffert. Aber auch hier timetechnisch wirklich stark wieder von Slash, weil er rotiert dahin. Zwar mit der Angst, vielleicht noch eine Nade zu fressen, aber. Ja, nee, Oh, Pirate hat ihn auf dem wobei, Schirm. nee. Refrag ist da. Ja. Senpai ist Game aktiv geworden, vorne aktiv geworden. Es sind jetzt nur noch eine 4 gegen 3 Situation und es kommt aus allen Richtungen. Pokali gegen Scars, der geht jetzt auf den Plant. Inja ist da und Senpai's Game muss jetzt irgendwie alles und nichts schaffen. Er hat 30 Sekunden auf der Uhr, das heißt wirklich auf dem Diffuse kann er oder Counter Diffuse kann er nicht gehen, bevor er nicht zumindest die Gegner reduziert hat und Gibby kann hier ihm auch nochmal das Leben streitig machen. Und wir gehen tatsächlich in ein doch sehr eindeutiges 3-1 Standing nach 4 Runden. Ja, aber da sind wir wieder an dem Punkt, finde ich. Pro Runde wird das so ein bisschen, wie soll man das sagen, so ein bisschen eindeutiger. Also ich finde, dass irgendwie Toxic Monkeys sind so wie so eine Steinkoloss, der einen Berg runterrollt. Weißt du, am Anfang so richtig langsam, kann auch was mitnehmen, aber die werden immer stärker, so länger sie spielen. Und ich finde gerade jetzt so die letzte Runde und auch wenn du die vorletzte Runde, natürlich hast du da recht, also Gunfight-technisch zumindest, also das ist ja nicht eine ganze Überfahrt, aber zumindest dann, wenn es in die letzten 20 Sekunden geht, da wissen die genau, was sie tun und da überfahren sie zumindest den Spot definitiv. Und das machen die wirklich stark. Ja. By the way, hoffen wir natürlich, dass, also ich zumindest, dass Wolves trotzdem noch sich zumindest jetzt Auch vielleicht noch eine aufrafft. Runde in der Es ist halt so, genau, momentan bröckelt so ein bisschen das Fundament um Wolves E-Sport nicht nur ein wenig, sondern ganz gehörig. Sie kriegen gerade Runden, glaube ich, reingedrückt, die sie eigentlich gewinnen müssten.
Allein um Fuß in der Tür zu halten und umso mehr Runden jetzt gerade zu dem drei Runden Momentum von Toxic Monkeys hinzukommen, desto schwerer macht es sich Wolves E-Sport. Und, ja, vor allem, wenn du dir anguckst, wie die Attack eben gelaufen ist auf Café, ne? Müssen wir auch nochmal kurz sagen. Also Wolves Attack war ja nicht halb so aggressiv und halb so stark wie die von Toxic Monkeys. Ja, Toxic Monkeys glänzt aber auch in ihrer eigenen Defense dadurch, dass sie sehr, sehr offensive Plays machen und damit auch wegkommen. Bei Wolves eSport ist das Ganze so, dadurch, dass Toxic Monkeys alles in allem Drone-Work basiert, sehr, sehr, zwar langsamer, aber dann doch effektiver vorankommt, dass sie sich weniger überraschen lassen von aggressiven Plays, sondern eher darauf warten. Ja, das sind diese große Stärke, die Toxic Monkeys momentan ausspielt, mit der Wolves eSport offensichtlich nicht rechnet oder nicht mithalten kann. Ja, da gebe ich dir recht. Nur man muss natürlich dann, wie gesagt, im Hinterkopf haben als Wolves, ich würde sagen, gerade die Defense-Runden gerade sind die, wo sie halt eigentlich mehr gewinnen sollten, weil die Defense hat ja eben nicht die Attack hat eben nicht funktioniert. Ich hoffe, dass sich das vielleicht jetzt ändert. Vielleicht liegt denn auch Oregon Attack mehr, aber zumindest in Bezug auf die vorigen Runden sieht das echt nicht gut aus für die. Aber auch schafft Frag. Hier mit dem offensiven Frag auch noch Yoshi zu denyen, einen der momentan stärksten Spieler im Lineup von Toxic Monkeys. Ist natürlich auch ein wichtiges Ding, ihn hier am Anfang ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, zumindest innerhalb dieser Runde, um dann auch sich nach hinten raus die Möglichkeit offen zu halten, noch Runden zu holen, noch zumindest das 3-3 irgendwie hinzubekommen, um dann einen halbwegs komfortablen Ausgangspunkt haben, wenn sie in die eigene Attack gehen. Oregon ist natürlich auch eine Map, die kann, ist in- und auswendig bekannt von beiden Teams in beide Richtungen, ja, was es nicht unbedingt einfacher macht. Ja, nee, klar, das ist so, Oregon kennt, glaube ich, jeder in- und aus. Oh, Senpai's Game nimmt Pokerlinie raus. Die machen jetzt eigentlich sehr, sehr viele gute Plays, allerdings muss man hier an der Stelle auch einfach sagen, man kann Slash da nicht wieder stehen lassen, denn es wird gleich Jay Pirate wieder mit dem LMG um die Ecke kommen, wenn er nicht aufpasst. Oder er geht lieber auf den Aggressiven und nimmt Pirate damit raus. Wenn er selbst die Aggressivität sucht, damit hat er nicht gerechnet an dieser Stelle. Die Adaptivität sitzt da auf jeden Fall wieder. Und jetzt muss Toxic Monkeys gucken, was hier passiert. Und Slash ist es, der dann Fallen rausnimmt. Und Gibby wird auf einmal alleine gelassen vom eigenen Team. Und es würde an ein kleines Wunder grenzen, wenn er jetzt innerhalb der 15 Sekunden noch die finalen 5 Frags finden würde. Ich glaube, das wird hier tatsächlich auf das 2-3 rauslaufen. Und damit auch zu einem Ergebnis, was diesem Matchup vielleicht ein bisschen besser... Gerechter wird? Gerechter wird, ja. Aber auch wieder eine Flawless Round. Ich finde das sehr spannend, wenn wir uns das jetzt gerade mal angucken, wie unterschiedlich diese Runden ablaufen. Also ich weiß nicht, an was ich das festmachen soll. Also klar, natürlich ein Entry-Frag ist wichtig, aber wir haben ja auch schon oft genug gesehen, dass Toxic Monkeys sich ganz, ganz klar erholt von einem Entry-Frag, der gegen sie sozusagen gerichtet ist. Und ich weiß jetzt nicht, woran ich festmachen soll, dass das halt Wolves jetzt so viel besser gemacht hat. Also klar, Fakt ist, wie du schon sagst, diese Adaptivität hat funktioniert. Also gerade wenn wir so auf diese aggressiven Peaks gehen, dass man eben so spielt, wie der Gegner es vielleicht nicht erwartet. Das kann scheinbar Wolves ganz gut oder versuchen jetzt zumindest das umzusetzen. Aber trotzdem finde ich, Flawless Rounds sind irgendwie so nichtssagend in dem Duell. Weil normalerweise würde man sagen, das steht für eine Überlegenheit. Aber so wirklich überlegen sehe ich hier jetzt gerade im Moment eher die Toxic Monkeys, also dass ein Wolves dann eine Flawless Round raushaut, weiß ich nicht. Kommt mir irgendwie so ein bisschen suspekt, also suspekt ist jetzt, ne? Aber du weißt, was ich meine. Das ja, ist irgendwie klar. So, ne? Ja, keine Ahnung. Weiß doch, nicht. Ich verstehe da durchaus, was du meinst. Ach, das freut mich. Ja. Oh. Gut, kommende Runde wird Toxic. Also es ist jetzt die letzte Runde der Attack von Toxic Monkeys, einer ihrer größten Stärken. Und wir müssen auf jeden Fall auf der anderen Seite gucken, was jetzt Wolves eSport mit der letzten eigenen Defense-Runde anstellt. Und natürlich, ob sie es schaffen, in der Attack dann ein bisschen mehr ihre Stärken, die sie sonst gegen so viele Teams bereits unter Beweis gestellt haben, wieder ins Tageslicht bringen.
Ja, Oregon ist, wie gesagt, auch eine ganz andere Map, allein auch vom gesamten Aufbau und der Clear-Möglichkeiten, die man hier darauf basierend gegeben hat. Deswegen kann man hier auch durchaus sagen, sehe ich die Chance für Wolves eSport, hier sich aus dem Dreck sozusagen zu befreien, den sie in Café Dostojewski vor sich hatten, um ja, sich dann hier weiter durchzusetzen gegen ein sehr, sehr starkes Team. Ja, wünschenswert wäre es definitiv, auch wenn man vielleicht sagen muss, dass die Situation dann natürlich schade sein würde, vorausgesetzt, wo es würde jetzt gewinnen, dass man halt das heute nicht irgendwie beendet, aber trotzdem, und das ist spannend zu halten. Das ist gerade ein Opening Track, der muss nicht sein. Warum springt man da raus ohne Intel und ohne Refrag-Potenzial? Das ist gerade ein geschenkter Opening Track für Toxic Monkeys und ein massiver Fehler, den Wolves eSport hier begeht. Denn Opening Fracks sind eben ein Key, um Runden und Matches zu gewinnen. Insbesondere für die Attack. Du willst halt als Defender so lange wie möglich in einer möglichst hohen Zahl noch vorhanden sein, um deinen Gegner in die Bredouille zu bringen. Und wenn du das Ganze nicht hinkriegst, dann hast du ein verdammtes Problem. Ja, und wie du schon sagst, halt unfassbar unnötig. Also das war ja noch nicht mal irgendwie, dass das einen Bereich abgesichert hätte oder viel Zeit gekostet hat. Der ist halt einfach rausgejumpt und wurde umgedrückt. Ja, das darf nicht passieren. Warum? Nein. Wie? Wahrscheinlich hätte man da auf dem Schirm, dass da unten der gute Senpai-Scam sitzt. Und die Nate hat dann auch einfach connected. Vielleicht war es auch einfach eine verworfene Nate vom guten J-Pirat. Aber da hat man gerade sehr, sehr schnell mit Intel gegengearbeitet. Das Spot Dining damit auf jeden Fall auf vertikaler Ebene größtenteils gefallen. Es sind 40 Sekunden, um aufs Objective zuzuarbeiten. Und Slash, Scars und Rice müssen jetzt irgendwie was mit der verbliebenen Zeit anstellen, da noch ein bisschen mehr rauskitzeln, um sich eine halbwegs profitable Chance auf hier einen Sieg in der kommenden Runde zu holen, um dann auch weitergehend in der Attack ein kleines Fettpolster zu haben. Aber Pukali ist da vertikal sehr, sehr aktiv. Der Plant wird bereits von Fallen auf den Boden gebracht. Slash läuft da auch wieder komplett ohne Refrag-Potenzial rein. Und jetzt weiß man spätestens auch, wo sich Reis befindet. Und dort wird er auch nicht mehr viel ausrechnen können. Und wir haben schon wieder eine Flawless Round. Und 4-2 ist halt ein Ergebnis, wo man sagen muss, auf Oregon kann man das Ganze vertragen. Dazu muss die Attack aber umso besser sein. Und obwohl es eSport hier wirklich eine gute Attack hinlegen kann, wage ich zu bezweifeln, gerade nach dem, was wir auf Café Dostojewski von ihnen gesehen haben. Ja, ja, vor allem, aber auch wieder total spannendes Setup, wenn man sich das jetzt mal gerade anguckt. Die letzte Runde Flawless gewonnen von Toxic Monkeys, die davor Flawless gewonnen von Wolves. Also ich weiß wirklich nicht, was da Phase ist. Teilweise auch so, wie du schon sagst, so unnötige Sachen. Also dieser, man muss einfach sagen, damit wurde ja eigentlich schon der Beginn der Runde geworfen, dass man da rausjumpt. Unnötig. Auch das mit der Nate. Weiß ich jetzt nicht, ob du das gesehen hast, aber meines Erachtens war die schon ziemlich lange unterwegs. Du, wir sehen dieselben Bilder. Nee, aber ob du ich frage mich, warum er nicht gemoved ist. Weil Der Nate Indicator war da. Genau, der Nate Indicator war da, vor allem lange. Also die war jetzt nicht ultra gekocht, dass er da nicht mehr hätte weggehen können. Und das Fallen hat man aufgehört. Also auch da wieder eine Situation, die ich nicht verstehe. Warum moved man da nicht weg? Also, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit Movement, gerade wenn rechts neben einem noch die Boxen sind, ob man damit tatsächlich noch aus dem tödlichen Radius gekommen wäre. Ja, es versuchen wenigstens, würde ich halt machen. Ja. Ja, klar. Es sind dann so diese kleinen, aber feinen Unstimmigkeiten, die Wolves da bisher wirklich viele Runden gekostet haben. Und gerade wenn du dir anguckst, wie so die Kill-Standings bei Wolves momentan stehen, viele, viele Flawless-Rounds, die sie kassiert haben. Und gerade Classic Rice und Scars kommen überhaupt nicht ins Spiel, während Senpai's Game und Slash noch versuchen, irgendwas aus den ihnen gegebenen Möglichkeiten zu machen. Während auf der anderen Seite ein Yoshi da schon mit über 7 Kills ist. Pirate und Pokali ja auch nicht besonders viel Abriss zulassen, beziehungsweise die betreiben eher Abriss. Und jetzt gerade auch wieder auf dem Rope. Sie sind aggressiv. Sie machen das, was sie am besten können, nämlich Gunfights gewinnen. Ja, und Opening Frag wieder ultra wichtig. Oh, Classic aber auch mit einem wichtigen Frag, muss man sagen. Wichtig, Kibi rauszunehmen. Ja, klar, genau.
Gut, jetzt Blue anzuspielen, halte ich an sich für eine schwierige Situation. Teams auf der Ebene wissen ganz klar, wie man das anspielen muss. Ist für mich ein Spot, der sehr, sehr schwer ist einzunehmen, wenn der Gegner weiß, was er tut. Und das ist ja hier der Fall. Ja, weiß ich nicht. Da hat man auf jeden Fall auf Seiten von Pokali nochmal Glück, dass, beziehungsweise, nee, auf Seiten von Reis nochmal Glück, dass das Ganze funktioniert. Wir werden gleich wahrscheinlich ein Timeout sehen auf Seiten von Wolves. Es ist. Oder der Spieler kommt rechtzeitig wieder rein. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder so eine Bluescreen-Aktion wie vorhin in der Pause. Hoffentlich nicht. Vielleicht auch nur ein Soundbug hatten wir jetzt in letzter Zeit auch ziemlich häufig. Ja, Farbbug wurde, glaube ich, im Chat geschrieben. Aber auch da weiß man ja zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht, wie man damit umgeht. Jedenfalls, Wolves Attack ist dadurch nicht gemindert, denn der Spieler war bereits tot. Aber man hat hier an der Stelle natürlich mit einem weiteren Track von Yoshi an Reis. Ich sag mal so, langsam schnürt sich der Sack zu. Langsam, aber sicher. Und auch ein Slash, der zwar viel, viel versucht hat, kann hier vielleicht auch nicht alles machen. Gerade im Pokali ist er nochmal zum Schluss aktiv. Und ich glaube, Classic wird jetzt das Weite suchen, um gerade auch seinen Mates die Möglichkeit zu geben, zu rejoinen. Ansonsten wird halt ein Tactical Timeout notwendig werden. Vielleicht sogar ein Rehost. Ich kreuz gerade alle Finger, dass es kein Rehost wird. Weil ich mag keine Rehost. Da muss man so viel einstellen. Die sind immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Ja, vielleicht schafft das ja noch in der Zeit, wär schön. Ich würde jetzt aber auch auf ein ganz klar, so eine Art Timeout gehen, indem man halt wegrotiert. Das ist immer sinnvoll. Gerade in so Situationen, wo es ist da sehr, sehr festgefahren, hat jetzt auch noch ein Spieler weniger. Gut, klar, ne? Team, also ein Timeout steht mir ja ganz klar zu, aber trotzdem, vielleicht um sich auch so ein bisschen zu fangen noch, es steht halt viel auf dem Spiel, da ist er auch zurück, ja, super, das ist schon mal gut und dann sollte man jetzt vielleicht mal bereden, wie man sich die nächste Runde dann besser holen kann, weil so langsam mal, aber sicher die nächste schwierig. Runde sicher holen, wir hatten schon mal ein Standing von 5-2 und ich sag mal so, das Ganze hat sich dann wirklich zu einem großen Desaster für Wolves eSport dargestellt und ich glaube, gerade innerhalb dieses Matches kann sich die Geschichte wiederholen. Und kann auf jeden Fall, ja. Die Hoffnung, dass Wolves eSport hier tatsächlich jetzt ein unglaubliches Comeback holen wird, wird mit jeder Runde, die sie jetzt abgeben, kleiner. Es ist nicht unmöglich, das möchte ich unter gar keinen Umständen hier sagen. Ich habe schon Pferdekotzen sehen, aber zum jetzigen Zeitpunkt, wie beide Teams hier auftreten, sehe ich das Comeback von Wolves eSport nicht. Aber ihr könnt mich natürlich im Chat eines Besseren belehren. Schreibt es in die Kommentare. Hashtag? Sag zu. Oder Hashtag? Comeback. Exakt. Koro sagt es euch. Koro ist der Mann mit der Knowledge. So sieht's aus. Nee, aber es ist ja auch genau das passiert, was wir oder also in dem Fall vielleicht sogar ich ein bisschen belegt habe. Also du ja auch. Ich will jetzt deinen Ruhm nicht wegnehmen. Aber Fakt ist, die Defense von Toxic Monkeys kommt im breit gefächerten Umfang deutlich besser mit der Attack von Wolves klar als andersrum. Und man hätte als Wolves vielleicht zum Beispiel so eine Runde wie mit diesem Outrun nicht so abgeben dürfen mit dem Hintergedanken, dass das in der Tech vielleicht noch schwieriger wird, sich Runden zu holen. Und das ist genau das, was wir gerade sehen. Also Toxic Monkeys macht hier wirklich die Schnüre zu. Die wissen genau, was sie tun. Und es wird wirklich eng. Es wird eng bewusst. Vor allem muss man auf der anderen Seite sagen, jetzt ist Toxic Monkeys absolut in ihrem Element. Denn das, was sie mit Abstand am besten können, ist in der Defense mit einem aggressiven Standing zu glänzen. Und genau das tun sie hier. Und das hat man eben schon bei Yoshi gesehen, der da eben mal oben auf den Laundry Stairs steht und sich den Opening Frag secured. Und genau sowas gewinnt eben die Runden. Und das ist eben auch einer der Faktoren, der Toxic Monkeys so gefährlich macht, weil Wolves eSport scheint mit diesen Aktionen nicht zu rechnen. Und durch die vielen Casts, die wir bereits hatten und die Analyseinformationen, die es zu diesen Teams, ich sag mal, möglich gibt, einzuholen? Ja, also die stehen ja zur freien Verfügung. Man kann sich ja ganz klar informieren, was der Gegner macht. Müsste man eigentlich tatsächlich mit dieser Aggressivität von Toxic Monkeys rechnen, aber das scheint Wolves hier an der Stelle nicht wirklich zu tun. Und es ist diesmal Classic, der Gibby rausnehmen kann. Auf jeden Fall schon mal ein Opening Frag für Wolves eSport und vielleicht der Anfang eines phänomenalen Comebacks an dieser Stelle. Wir werden es sehen. Also ich sag mal so, wir haben schon krasse Comebacks in der eSport-Geschichte gesehen.
Aber Pokerlilie holt hier sich auf jeden Fall den Refrag. Und ich glaube, das wohl bekannteste Comeback, was wir in der Geschichte des E-Sports gesehen haben, war wahrscheinlich damals Pentasports gegen Evil Geniuses in den, glaube ich, ersten oder zweiten Invitationals, als sie sich tatsächlich mit 2 Maps Rückstand noch zurückgekämpft haben und dann in der Overtime das Ding gewonnen haben. Mal schauen, ob das Ganze hier ähnlich wird. Das war aber jetzt auch wieder eine Situation, die ich nicht verstanden habe. Yoshi mit einem... Was ich nicht verstehe, also ich weiß nicht, ob du das gerade gesehen hattest, die Finca ist praktisch mit Low Ammo auf den Spot gepusht. Und das ist zum Beispiel was ich nicht verstehe. Man hat gerade ganz klar gesehen, der ist an Whitestays nur gestorben, weil er keine Schuss mehr hatte. Und ich meine, das sollte man sich vorher überlegen. Wenn man jetzt auf den Spot rennt, so wie er jetzt, dann habe ich volle Munition. Oh, das war natürlich jetzt was nicht unbedingt hätte sein müssen. Ja, die Uniform ist erlaubt. Das ist nämlich der neue SSG-Skin. Für all die Leute, die sich gerade fragen, was da abgeht. Was das Gadget angeht, Gadget-Skins sind grundsätzlich nicht erlaubt. Ne, das ist so. Ja, gut, im Notfall wäre das natürlich... Also auf der anderen Seite möchte ich hier allerdings an der Stelle, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, das möchte ich hier einmal so adressieren. Natürlich sind Gadget-Skins nicht erlaubt und es ist halt eine schwierige Situation. Aber dass Wolves jetzt langsam, aber sicher anfängt, beim 2-6 auf solche Sachen zu achten, was ihr gutes Recht ist an der Stelle, finde ich persönlich, wird dem Ganzen nicht gerecht und sie machen sich da oder sie geben da kein schönes Bild ab. Man merkt, ihnen steht das Wasser bis zum Hals und ich kann verstehen, es ist frustrierend, es zu verlieren, aber ich denke nicht, dass sie auch nur eine einzige Runde wegen eines Smoke-Gadgets verloren haben. Und ich finde es schade, dass das Ganze so langsam diesen Weg einschlägt. Ja, man muss ja aber auch ganz klar sagen, also regeltechnisch gesehen ist das eine Runde in der Theorie. Ja, man muss ja sagen, da muss ja auch erstmal ein Kläger sozusagen kommen, aber es ist eine Runde in der Theorie und ganz ehrlich, ja, ich sag ja mal so, es ist nun mal Fakt, zum jetzigen Zeitpunkt, zu dieser Runde bis hierhin, hat Toxic Monkeys nicht durch irgendeinen Gadget-Abuse irgendeine Runde geholt, sondern tatsächlich ja, durch gute Plays und auch teilweise durch unerwartete Plays an unerwarteten Stellen. Das ist meine ganz persönliche Meinung dazu und soll keineswegs als irgendwie die Meinung der DSBL oder irgendwie sonstigen ausgelegt werden. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich finde es halt schade, dass sich dann Wolves der Frustration hingibt und sich darauf versteift. So wie sie sich gerade im Chat darstellt. Das finde ich, wird eigentlich dem Charakter dieses Teams, wie ich es bisher kennengelernt habe, nicht gerecht. Und ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen Nachsicht haben, denn die haben hier gerade schon wieder eine Season, die sie wahrscheinlich als Zweiter abschließen, nachdem sie so knapp hinter dem Ersten hergehinkt sind. Es ist die letzte Season, die dieses Lineup in dieser Konstellation spielt und sie haben so vieles geschafft in der Season und schaffen es wieder nicht, den ersten Platz zu belegen. Ich kann die Frustration verstehen, finde es aber auf der anderen Seite nicht richtig, das Ganze jetzt den Gegner streitig zu machen, denn auch Toxic Monkeys hat bis hierhin einen unglaublichen Weg gezeigt und auch auf faire und starke Art und Weise bewiesen, was in ihnen steckt. Und da jetzt anzufangen zu argumentieren über solche Kleinigkeiten, halte ich persönlich als, sehe ich ein bisschen kleinlich an. Aber es ist meine persönliche Meinung, das sage ich jetzt zum vierten Mal, einfach damit es jeder versteht, persönliche Meinung, nicht Meinung der DSBL. Das Ganze können die gerne nochmal mit dem Admin beschnacken. Genau, das ist ihr gutes Recht. Man muss aber auch dazu sagen, Fakt ist auch, sie haben ja noch nichts getan. Es ist ja jetzt nicht so, als ob die jetzt irgendwelche Beschwerden schon an irgendwen gerichtet hätten. Ne? So, also Alter, deswegen, Reis, was macht der denn? Der ist gerade mit Codekill unterwegs. Ich meine, wir haben uns jetzt ein bisschen verloren. Skars gönnt ihm nicht den Ace. Allerdings ist jetzt anscheinend die Motivation back in the game. Und auf Kitchen schaffen sie es dann, zumindest Runde Nummer 3 aufs Konto zu schreiben. So eindeutig auf Kaffee wird es hier nicht werden. Nee, aber das Wasser steht ihnen natürlich trotzdem bis zum Hals, das muss man einfach sagen. Sie haben jetzt doch einen dreifachen Matchpoint gegen sie. Es wäre ein absolutes, es wäre eine absolute Überraschung.
Alle Caps oder rot, aber schlecht sichtbar oder Caps vorne. Don't. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Also, ja, also nochmal, um das jetzt auch nochmal kurz mit meiner persönlichen Meinung zu fügen. Ich sehe das, also ich würde den Fokus einfach nicht darauf legen. Lass uns das einfach beiseite schieben. Es geht uns auch im Endeffekt gar nichts an, weil das sollen die Teams, genau wie du schon sagst, im Endeffekt ja, dann außerhalb klären oder es sein lassen. Es ist, also ja auch, es ist auch nicht unbedingt unsere Aufgabe, das Ganze an dieser Stelle zu bewerten. Überhaupt nicht. Oder, überhaupt nicht. Ist es absolut nicht. Da werden jetzt halt quasi Anschuldigungen von der einen Seite gemacht und jetzt kommt halt von der anderen Seite, so ist es doch, Fauna, guck doch, schreib hier. Ich sag's den Teams, ich sag's dem Chat so, wie es ist. Das ist nicht mein Bier. Ich bin ein Admin für Caster-Sachen und für Caster-Sachen only oder sonst bin ich Caster. Und das können Sie gerne mit jemandem besprechen, der da auch irgendeine Weisungsbefugnis hat. Bitte nicht mit mir. Ja, und unabhängig davon ist es auch einfach das falsche Medium. Das hat man nicht in dem Spielchat so zu klären. Das kann man danach machen. So, es ist auch natürlich für uns eine schwierige Situation, jetzt mit diesen ganzen Anschuldigungen umzugehen. Das hat ein bisschen so den Charakter wie ein Will Smith, der auf den Oscar-Verleihungen einfach mal Backpfeifen verteilt. Das sind Sachen, die unglücklich sind, an solchen Stellen einfach nichts zu suchen haben und die uns natürlich auch in eine schwierige Situation bringen. Genau, so. Ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns jetzt ganz unabhängig vom Chat einfach mal wieder aufs Spiel, ja, dass wir dem jetzt auch einfach keine Bühne geben, das ist, soll seine Wege machen, ist ja auch egal. So, Fakt ist, wir haben 3-6 gerade, Matchpoint wieder mal für Toxic Monkeys, wie auch schon auf der ersten Map, letzte Runde gewonnen von Wolves durch eine gute Leistung von Reis. Und wenn Wolves das jetzt noch drehen kann, dann sind wir. Man muss natürlich auch sagen, gute Leistung von Reis, ja, definitiv, aber ich würde auch sagen, eine gute Leistung vom gesamten Team, denn es ist garantiert auch vernünftige Dronework da gewesen. Es ist mehr als nur ein Spieler, der eine solche Runde gewinnt. Aber auch wieder der Opening Frag. Im Übrigen, ne? Also ja, Wolves Opening kommt langsam Track, zurück. Sandbys Game hat da was gemacht und Pirate ist jetzt auch wieder auf Low Life unterwegs und wird da ganz schön auf sein Hemd aufpassen müssen, wenn er hier nicht rausgenommen werden möchte. Und die Nate könnte echt gefährlich werden. Die scheint aber nicht zu connecten. Die nächste nimmt connected raus. Wichtige Nate, der sehr und stark ist. Und es ist wieder Reis, der so langsam das Spiel findet, wie wir auch schon gesagt haben. Das ist eigentlich einer der Leistungsträger, wenn es hier um Wolves geht. Aber Fallen kann ihm hier erstmal einen Strich durch die Rechnung machen und zumindest wieder den Anschlussfrag setzen. Ja, 50 Sekunden noch auf der Uhr. Wolves muss jetzt auch langsam den Gang Richtung Spot finden. Wir werden aber auch hier wieder die 20-Second-Meter auf Doom sehen. Zumindest ist das mein Guess. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Oh, wichtiger Frag! Den Frag oder findet den Double Kill, nimmt auch noch Fallen raus und der Einzige, der jetzt noch Wolves E-Sport stoppen kann, die vierte Runde zu holen, das ist selbstverständlich Yoshi und der hat zwar gut Kills, aber Slash kommt mit dem Frag auf jeden Fall auf seine Kosten und kann Laundry auf sein Konto holen und damit ist es das erste Mal überhaupt, dass Wolves E-Sport 2 Runden in Folge holt. Auf gegen diesen Gegner, versteht sich. Ja, und man spielt sich jetzt als Wolves, also habe ich das Gefühl zumindest, so ein bisschen wieder in seine alte Form zurück. Dass man halt wieder weiß, was man tut. So, ne? Also man sieht halt, die machen wieder das, was sie können und das ist schön zu sehen. Spielt jetzt natürlich, muss man sagen, immer noch mit diesem, ja, ich sag mal, der Halskrause Matchpoint darum, ne? Das ist halt immer das Problem. Aber man, wenn man das jetzt noch 2 Runden durchzieht, was sie gerade machen, dann ist man zumindest schon mal in der Overtime und da kann noch alles passieren. Definitiv. Und wie gesagt, wenn es eine Overtime gibt und wenn Wolves E-Sport diese Overtime gewinnen würde, hätten wir noch einen weiteren Matchtermin. Da muss man natürlich jetzt auch nochmal gucken, dass alle Unreinheiten zwischen diesen beiden Teams, die ja jetzt innerhalb dieses Matches passiert sind und ich sag mal so, die Fronten sind natürlich auch ordentlich aufgeheizt worden durch verschiedenste Faktoren, die dieses Match mit sich gebracht haben. Da muss man auch erstmal gucken, dass sich die Fronten alle geklärt haben, bevor wir da auch in eine Entscheidungsmap gehen, falls es eine solche zu dem Zeitpunkt da noch geben wird. Genau. Ja, und man muss auch sagen, dass die Nerven blank liegen, das kann man einfach verstehen. Ich glaube, jeder, der mal irgendwie in einem Finale stand
oder ne, um irgendwas Sportliches mal gespielt hat, der kann das auf jeden Fall nachvollziehen und ja, wie gesagt, lassen wir das jetzt einfach mal. Ehrgeiz in seinem Körper hat. Genau, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen und hoffen jetzt einfach mal, dass das Match an sich wieder seine gewohnten oder seinen gewohnten Gang findet. Und wie gesagt, Wolves, wenn die jetzt das Momentum mitnehmen können, ne, das ist ja immer die Frage, dann sieht das vielleicht gar nicht so schlecht aus, zumindest nicht so schlecht wie auf Café. Und wenn dann, ja, vielleicht mal auch in der Overtime sich gerettet wird, dann weiß ich nicht, wie das hier ausgeht. Und es wäre natürlich total wünschenswert, als, ja, ich kann es nochmal betonen, als neutraler Zuschauer hier ein total spannendes Map zu sehen. Und da würde man sich sogar auf eine Entscheidungsmap meines Erachtens freuen. Aber wir sehen hier Slash auf jeden Fall auf einer gefährlichen Position. Der wartet jetzt eigentlich darauf, dass da nochmal gepiekt wird. Und um sich da den Frag abholen zu können. Wer sich aber den Frag jetzt primär gesichert hat, ist Yoshi mit natürlich einem absolut wichtigen Opening Frag an Reis. Reis, der hat eben die letzten paar Runden doch gut auch Impact mitgebracht, auch wenn das Ganze in den anderthalb Matches da, beziehungsweise anderthalb Maps davor, nicht ganz so rosig aussah. Hat er sich jetzt so langsam wieder in Form gebracht. Und ihn jetzt als Opening Frag rauszunehmen, das wird eine große Stütze sein, die auf Seiten von Wolves da wegbricht. Ja, definitiv. Aber ich bin gerade auch nochmal drauf gekommen. Also was eine unfassbare Leistung auch von Yoshi da, ne? Also 13-4 in so einem Game da. Also das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ja, das ist eine KD von 3,3. Das ist was, so, davon können die meisten Spieler nur träumen. Ja, und dann halt, wie gesagt, bei so einem Spiel, also auch wenn das vielleicht auf der ersten Map so eindeutig aussah, Wolves ist ja auch, das müssen wir auch nochmal betonen, absolut kein schlechtes Team. Die haben wirklich richtig starke Games gehabt und grundsätzlich können die auch sehr, sehr viel. Deswegen das Niveau beider Teams eigentlich auch meines Erachtens sehr, sehr ebenbürtig. Also da 13-4 rauszugehen, ist schon, das ist eine Leistung. Selbstverständlich. Und da kann man auch immer wieder nur einen Hut vorziehen. Aber wie gesagt, wir haben schon einige unfassbar, surreale Spiele gesehen, in denen Einzelleistungen aufgestellt wurden. Wie gesagt, allen voran natürlich Aras 29-8 auf Chalet damals. Das war für mich wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt an den Begriff Nuke innerhalb eines Rainbow Six Spiels gedacht habe. Und Fallen nimmt hier Slash raus, damit die zwei Leistungsträger eigentlich schon unter Kontrolle gebracht. Und da geht dann auch noch Scars raus. Senpai's Game ist der Last Man Standing und Toxic Monkeys gewinnt die Ultimate League. Die Ultimate League, beziehungsweise gewinnt erstmal unter Vorbehalt, denn wir wissen nicht, was da alles jetzt noch im Nachhinein auf uns zukommt, bezüglich Skins und allem drum und dran. Was da auf Seiten von Wolves oder Toxic Monkeys noch hinterherkommt, möchte ich mir momentan kein Urteil drüber erlauben, und dementsprechend können wir aber erstmal sagen, vorerst Glückwunsch an Toxic Monkeys. Sie sind in Season 15 das beste Team der deutschen E-Sports-Bundesliga und haben sich hier wirklich auch bis zum Schluss als eines der stärksten Teams, die ich bisher gecastet habe, rauskristallisiert. Ja, kann ich nur auch, ne, kann ich genauso weitergeben. Wirklich super stark gemacht, haben die Nerven behalten in Situationen, wo es vielleicht manche Teams nicht geschafft hätten. Und wie du schon sagst, also ihre Stärke ist natürlich auch gerade gegen gute Gegner gut zu spielen, aber also ich habe auch wirklich selten ein Team gesehen, was wirklich auch so, ich weiß nicht, mit so einem, für mich hatten die so einen total guten Plan immer. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die wissen, was sie tun, während sie was machen. Und ich glaube, das hat für mich kein Team bisher so stark gemacht, mit einem wirklich starken, auch so ein Engagement hinter dem, was sie da tun. Ich will dich gerade ungern unterbrechen, aber wir haben den Sabudai im Warten auf Interview-Channel. Das ist nämlich der Coach von Toxic Monkeys und ich würde ihn ganz gerne nicht lang warten lassen. Ja, auf geht's. Und damit begrüße ich ganz herzlich Sabudai, den Coach von Toxic Monkeys, bei uns im Interview. Und natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg über Wolves eSport und damit einhergehend herzlichen Glückwunsch zum Sieg der Ultimate League. Vielen, vielen Dank. Also mein Herz flattert, das war echt aufregend. Also selbst Zugucken macht Spaß anscheinend, also von daher, ja, vielen Dank dafür. Ja, zum Zugucken haben wir auch ein paar Leute gemacht. An der einen oder anderen Stelle so vielleicht. So sieht's aus.
Nein, natürlich hat es uns Spaß gemacht. Ja, das definitiv. Es, ich sag mal so, das Match insgesamt war. Ich wollte auch noch Glückwünsche sagen, kurz, sorry, also, bevor du anfängst. Weil ich durfte noch nicht, auch von mir Glückwünsche natürlich ans Team. Grüße auf jeden Fall und wirklich stark gespielt. Also, Hut ab. Vielen Dank. Ja. Bist mir sehr zu schätzen. So. Möchtest du anfangen, Koro? Nee, du warst doch schon in deinem Redefluss, dann hau mal raus. Man muss ja tatsächlich sagen, das war jetzt die erste Season innerhalb der Ultimate League und ihr habt euch, glaube ich, auch ziemlich früh als eins der stärksten Teams, die innerhalb dieser Liga spielen dürfen, herauskristallisiert. Habt ihr am Anfang, bevor die Ultimate League losgegangen ist, gedacht, dass ihr heute hier als erster Platz der Ultimate League mit 23 Punkten und lediglich 2 Unentschieden diese Liga dominieren werdet? Nee, im Gegenteil. Also wenn du gehört hättest, was ich zu den Jungs gesagt hätte, ich habe jede Woche gesagt, dass sie einfach schlecht sind und sich mal ein bisschen hinsetzen sollten, ein bisschen Aimlab spielen sollten, weil das halt nicht so, es geht halt nicht klar, was sie machen. Und ich bin halt jemand, der sehr, sehr auf Fehler fixiert ist und all solche Sachen. Also ich hatte im Gegenteil voll die Probleme, die wieder runterzubringen und ihnen zu sagen, so hey, das ist immer noch nicht gut, was ihr da macht. Also von daher, ja, wir waren überrascht, sagen wir es mal so. Also ihr könnt auf jeden Fall vom Caster-Core ausrichten, das ist gut, was die gemacht haben. Wir haben uns da, glaube ich, auch in zahlreichen Casts ausführlich drüber unterhalten. Koro, du würdest hier Fragen aufschreiben. Ich kann das gerne. Ja, also erstmal ist es natürlich, muss man aber auch sagen, immer sinnvoll, sich eher an seinen Fehlern aufzuhalten, als sich halt zu preisen. Deswegen in dem Fall kann ich dir, ja, ich kann das verstehen, was du da sagst, und vor allem kann ich zumindest jetzt diese Season sagen, scheinbar war es ja auch der Schlüssel, um das halt dann eben zu machen. Aber man muss auch sagen, ich finde, was dein Team wirklich gut kann, und ich weiß nicht, wie du denen das beigebracht hast, aber ich habe selten ein Team gesehen, was so viel Willenskraft hinter dem hat, was sie tun. Also gerade was so Follow-up angeht, drohnentechnisch wirklich stark. Und also meine erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, mal ganz abgesehen von dem Gespräch jetzt, ist, wie fühlt sich das denn überhaupt an? Also ich meine, so als Coach, was sagst du denn? Bist du jetzt sehr stolz auf deine Jungs oder wie ist das? Ja, übelst. Also wirklich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so mein Herz ist auch mega am Flattern. So, ich bin auch übelst aufgeregt, bin voll gehypt und freue mich halt mega für die Jungs. Ne? Ich meine, klar ist es als Coach immer so eine Sache, ne? Ich weiß, wenn man als Spieler da drin steckt, ich habe ja bis vor kurzem noch, ne? Also irgendwann habe ich auch mal gespielt so. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass da halt voll viel Arbeit drin steckt. Auch halt von den Leuten, die man halt so nicht sieht. Ne? Also wir haben halt auch ein paar andere Jungs, ne, die ihr noch gar nicht kennengelernt habt. Die geben sich zum Teil auch mega Mühe. So, von daher, und darauf bauen wir halt eben auf. Ne? Also ich glaube, wir sind halt jetzt 9 Leute plus Orga, die da hinter uns steht. Und dementsprechend ist das schon, ist halt, es gibt sich halt wieder Mühe. Genau das. Ja, das ist natürlich super zu hören. Ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, so einen Rückhalt zu haben. Was mir persönlich ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du das bewertest, aber ich fand es sehr, sehr erstaunlich, dass es gerade auf der zweiten Map so viele Flawless-Rounds gab, auf beiden Seiten. Und ich weiß jetzt nicht, also ich habe da keine Antwort gefunden, warum das so ist. Vielleicht hast du da eine, gerade als Coach, ich meine, du hast dir das ja auch angeguckt. Ich weiß nicht, also beide Teams, komischerweise, selbst, ne, ich meine, ihr wart in der Winstreak fast, und dann haut da Wolves einfach randomly mittendrin eine Flawless-Round raus. Weiß nicht, kannst du da irgendwie mir einen Anhaltspunkt geben, woran das lag? Ja, die sollten mal aufhören, mir zu schreiben nebenbei. also ich muss dazu sagen, wenn es scheiße läuft, dann läuft es richtig scheiße. Ja, also es hat, ich glaube, das, wenn ich das so sagen darf, darauf läuft es halt hinaus, weil wenn irgendwas schief geht, dann ist halt eben auch Wolf super in der Lage gewesen, darauf aufzubauen. Und man hat das halt richtig gemerkt. Da ist irgendwo was gefallen, was nicht hätte fallen sollen. Irgendwo ist irgendwas verloren gegangen, was man hätte nicht verlieren sollen. Und dann bam, hat man die Hälfte der Map verloren. Oder dann, ja, ne, sitzt man dann halt 4-5 und dann geht halt einfach alles schief. Und dementsprechend, ich glaube, darauf lief es halt eben hinaus, dass das Team, also das gegnerische Team war halt schon mega stark. Ne? Das darf man halt nicht unterschätzen. Und dadurch, das zeigt sich dann halt in solchen Runden, dass sie dann halt, wenn es halt schief geht, dass sie dann super darauf aufbauen können. Ne? Ja, würdest du auch sagen, dass euer Spielstil vielleicht dem auch so ein bisschen beiwohnt? Also mir ist da gerade der Gedanke gekommen, ich habe, glaube ich, auch selten ein Team gesehen, was so sehr auf der 20-Second-Meter rumspielt wie ihr. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, oder? Also wenn da irgendwas schief geht, geht es halt dann, wie du schon sagst, richtig schief.
Ja, also wenn du es jetzt nur im Attack siehst, klar, dann damit hängt das auf jeden Fall zusammen. Ne? Also es gibt, wir haben, keine Ahnung, zwischendurch haben wir auch rumdiskutiert in der einen Runde, wo halt eben der, die Ying, genau, das war die Ying, die ist da einfach zu früh runter. Und die ist halt die Stairs runter, anstatt die Stairs runter zu springen. Und dann war sie halt eben First Kill. Und dann ging halt der Rest komplett, waren halt eben 5 Leute, die sich halt eben auf die andere Seite komplett konzentrieren mussten oder konnten. Und die Gegner wussten halt, dass wir nicht mehr über Tower angreifen können, weil wir da halt eben nur eine Person hatten. Und dann ist halt egal, ne? Also dann ist halt eben ist so praktisch, ne? 5 gegen 4 und du hast halt eben nur 2 Türen, wo du durch kannst. Von daher, es kommt halt manchmal echt dann nur noch auf Sekunden an und das ist halt eben das Problem, dass wir das so lange ausspielen. Das ist uns halt eben auch schon bewusst. Ich meine, wir spielen auch Runden, wo wir es halt schneller machen, ne? Aber den Großteil der Runden gewinnen wir halt eben dadurch, dass wir uns halt eben Zeit lassen und halt eben wirklich alles praktisch abhaken. Und dementsprechend, ja, so. Ja, also auf jeden Fall nachvollziehbar. noch so ein Ding, ich habe das jetzt natürlich so ein bisschen dem Stream näher gebracht, weil ich ja sozusagen auch ein bisschen live dabei war, aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich wollte das jetzt nicht falsch darstellen. Also wie genau war das jetzt mit den technischen Problemen? Vielleicht kannst du das ja für dein Team noch mal so klarstellen, dass das auch die Allgemeinheit richtig erfährt. Ja, basically konnte er nicht joinen. So. Und er hat keine Ahnung, was. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Das ganze Spiel hat rumgespackt, dann hat er angefangen, das Spiel neu zu starten, das hat nicht funktioniert. Dann ging es irgendwann so weit, dass er versucht hat, sein Internet komplett neu zu starten. Das hat dann noch länger gedauert. Und dann irgendwann, ne, da waren wir schon dabei, dass er irgendwie einen zweiten Account sich raussucht und damit weiterspielt oder so. Und dann auf einmal sitzt er da mit Main wieder drin. Also wir haben echt keine Ahnung, was da los war. Und basically war das halt ein Problem auf Ubisofts Seite. Und halt einfach ein dummer Bug, der da halt leider total dazwischen gekommen ist. So, ne? Erinnert mich tatsächlich fast ein bisschen an FaZe gegen Immortals vor 3 Jahren, wo bei FaZe einfach ein Sturm am Wüten war und auf einmal das gesamte Internet 3-mal hintereinander ausgefallen ist und wir das Spiel verloren haben. Ja, also es war jetzt kein Sturm, aber ja, war halt Pech einfach nur, ne? Und ja. Schade. Ja, jetzt also, nochmal ein bisschen fernab von den, sag ich mal, match-spezifischen Sachen, die jetzt gerade gelaufen sind. Was mich brennend interessieren würde, wie war so die Reaktion bei euch im Teamspeak oder Discord, als ihr die letzte Runde den letzten Kill gemacht habt? Würde mich interessieren. Ja, die waren alle am Schreien, alle am Durchdrehen. Also, da waren Emotionen da, sagen wir es mal so. Da waren Emotionen da und vor allem, ich habe es auch immer wieder im Stream gesagt, ich kann es mir kaum vorstellen, dass jetzt irgendeiner von den Jungs schlafen geht. Das wurde zwar vorher gesagt, der muss schlafen, der muss morgen irgendwie früh hoch, aber wie soll man denn bitte mit dem Gefühl, gerade die Ultimate League gewonnen zu haben, schlafen gehen? Ja, oder verloren zu haben. Ich finde beides ein bisschen kacke zum Schlafen, ehrlich gesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch ein paar richtig krass stoische Leute bei uns, die können auch bei sowas pennen. Also von daher... Der eine oder andere kriegt das hin. Vor allem die es gesagt haben, die schaffen das schon. Die sind da ein bisschen speziell, ja. Gut, okay. Dann würde ich tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Und das war ja tatsächlich auch das letzte Spiel für euch innerhalb dieser Liga. Wir sehen noch am Donnerstag, glaube ich, Jaco Gaming gegen Team Frex. Wenn Team Frex gewinnt, belegen sie damit Platz 3. Das heißt, es hat immer noch so auf die Top 3 Plätze einen Einfluss. Aber alles in allem war es ja jetzt das Wichtigste und wahrscheinlich auch, wenn man sich die vorigen Match-Sachen angeguckt hat, spannendste Spiel. Und damit wollen wir euch tatsächlich auch entlassen in die Saisonpause und hoffen, euch natürlich auch in der nächsten Season Ultimate League euren Titel verteidigen sehen. Und wünschen euch dafür für die Vorbereitung die kommenden Monate und Wochen natürlich alles Glück, was wir aufbringen können. Und ja, damit würde ich mich... Ja, ich muss noch Davids Dad grüßen. So, ah, stimmt, nebenbei. Grüßen ganz auf wichtig, jeden Fall. Ja, ganz wichtig. Also schöne Grüße von hier aus, auch von David nochmal. Und ansonsten, ja, vielen Dank und schönen Abend noch. Ja, das wünschen wir dir natürlich auch. Und wie gesagt, grüß dein Team schön, feiert schön, ne, und baut nächstes Jahr vielleicht wieder erstärkt, oder nächstes Jahr sage ich schon, nächste Season, wieder erstärkt darauf auf. Ja, wir arbeiten dran. Wir hatten zwischendurch auch so ein paar Phasen, da war es nicht so gut. Ne? Also von daher, so ein paar Teams haben uns ja schon gezeigt, dass wir mal... Was wir auch da lernt man ja auch draus. Aber genau. Jetzt feiert erstmal schön und macht euch einen schönen Abend. Machen wir. Vielen Dank. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ja, und schlussendlich würde ich auch noch mal sagen, was wir natürlich auch noch machen müssen, ist auch natürlich die Leistung von den lieben netten Wolves, eSport Boys, auch zu honorieren. Ich meine, klar Platz hat man jetzt verloren, aber zweiter Platz ist halt auch zweiter Platz, ne? So. 8 Teams, und die schlechter waren innerhalb dieser Liga und über 200 Teams, die es nicht mal in die Ultimate League geschafft haben, das ist eine enorme Leistung, die auch ein Wolves eSport hier abgerufen hat. Ist natürlich schade für sie, zum zweiten Mal in Folge mit weniger als einem Match oder genau einem Match den ersten Platz zu verpassen. Aber man kann daran jetzt nichts verändern und sie können trotzdem stolz auf sich sein, hier den zweiten Platz gemacht zu haben. Da das Ganze wahrscheinlich das letzte Spiel dieser Season, was in der Größenkonstellation gecastet wird und auch mit dem, ich sag mal, Interesse begutachtet wird, möchte ich an dieser Stelle noch einmal ein großes, großes Dankeschön an alle unsere Supporter, jeden Stammzuschauer, jeden, der vielleicht zwischenzeitlich mal reingeguckt hat und gedacht hat, boah, was läuft denn da eigentlich? Für jeden, der uns weiterempfohlen hat oder sich auch nur stillschweigend die Streams angeguckt hat, möchte ich mich bedanken. Ihr seid der Grund, warum wir so viel Spaß an dieser Sache haben. Wir freuen uns über jedes Feedback, was ihr uns gebt, für jeden Kommentar, den ihr da lasst und einfach dafür, dass ihr diese Season zu sowas Großartigem gemacht habt. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, denn ich glaube, weder Koro noch ich noch Gebrüder Games hätten uns vor 0 Zuschauern hingesetzt, um da uns Stunde um Stunde um Stunde durch Casts und Vorarbeiten zu arbeiten. Deswegen ein großes, großes Dankeschön an jeden, der diese Season in irgendeiner Form begleitet hat. Und natürlich, das ist natürlich von unserer Seite natürlich auch einer der wichtigsten Punkte, müssen wir dem gesamten Liga-Team danken. Das sind nicht nur die Caster, sprich Gebrüder Games, Koro, das sind eben auch die Leute, die dahinter stehen. Das ist ein Niggles, der unfassbar viel in diese Saison reingesteckt hat an Vorbereitungen, Grafiken, Planung. Es ist ein Kani, der das Ganze von oben begutachtet hat und uns bei immer, wenn wir irgendwo Probleme hatten, vielleicht einen Observer gebraucht haben, eingesprungen ist. Eine Enyo, die das Ganze mit den Casts koordiniert hat und uns da Tipps gegeben hat, sich um Instagram gekümmert hat, um Twitter. Es sind Leute wie Sebi oder Seno, die uns Grafiken erstellt haben und einfach dafür gesorgt haben, dass das alles hier funktioniert, dass die News sitzen. Es ist ein Lucy, der immer und immer und wieder eine blaue Box auf die Website gehauen hat, damit ihr wisst, jetzt gerade läuft Ultimate League. Und es sind natürlich auch die Leute, die uns das Vertrauen geschenkt haben, auf den Twitch-Kanälen zu arbeiten und auch mit YouTube zu arbeiten, um das Ganze euch auch nachhaltig näher zu bringen. Vielen, vielen Dank und natürlich auch vielen Dank an jeden, den ich hier jetzt noch vergessen habe. Ihr seid der Grund, warum dieses Projekt überhaupt möglich gewesen ist. Und euch gebührt mein ganzer Dank und ich kann wirklich sagen, ich freue mich für all das, was wir hier erreicht haben und hoffe euch ganz herzlich in der nächsten Season wieder begrüßen zu dürfen. Und das war es auf jeden Fall von meiner Seite. Koro, möchtest du noch was sagen? Ja gut, du hast mir jetzt die Grüße oder die Danksagung natürlich vorweggenommen. Aber also einmal alles, was du vorher gesagt hast, plus eins, ne, da unterschreibe ich alles von. Aber natürlich, ich sage es jetzt auch nochmal, ich danke natürlich auch dir, ja, weil du hast es ins Leben berufen. So, du hast das ins Laufen gebracht. Und deswegen gebührt da, glaube ich, auch dir sehr, sehr viel Dank. Und genau, ansonsten kann ich mich da, wie gesagt, nur anschließen. Das wäre ohne, also jeder von denen hat seinen Part gespielt und wie eben auch der Coach von den Siegern dieser Liga gesagt hat, es ist meistens eher eine Teamleistung oder eine Leistung der Gesamtheit und das ist in dem Fall auch der Fall. Deswegen, ne, bedanke ich mich auch für jeden, der da zugeschaut hat und supportet hat. Jo, damit glaube ich, verabschieden wir uns insgesamt von diesem Matchup. Der aktuelle Meister der DSBL Season 15 heißt Toxic Monkeys, der zweite Platz, Wolves eSport und um den dritten Platz geht es am Donnerstag, da könnt ihr gerne auch nochmal einschalten. Und ansonsten sehen wir uns in ungefähr anderthalb, zwei Monaten wieder, wenn die Ultimate League 16 in die Starterboxen geht. Und vielleicht, ganz vielleicht sehen wir uns auch noch bei den Qualifier-Turnieren für die Ultimate League 16. Das steht allerdings alles noch in den Sternen. Und ich hoffe, ihr haltet die Ohren steif, bleibt schön gesund, gerade in Zeiten wie die. Und ich würde sagen, macht's gut, bis dann. Ciao.